Radio Deutschland 1 ist das Talkradio für Deutschland und sendet jeden Freitag live um 21 Uhr. Jeder kann anrufen und frei seine Meinung äußern. Auf unserer Internetseite www.radiodeutschland1.com kannst du unsere Sendungen live oder als Aufzeichnung hören. Radio Deutschland 1. Deine Meinung zählt. So, ich bin hier der Älteste im Saal, glaube ich. Ich fange mal an. Ich möchte euch ganz gerne im Namen von der Bürgerbewegung Pax Europa im Bundesvorstand begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Und ich freue mich, euch hier zu sehen und wiederzusehen und zu begrüßen. Ich möchte mich auch bedanken bei Schwester Thune, die uns doch verhältnismäßig kurzfristig diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Das war also nicht so ganz einfach. Und schönes Dankeschön auch. Und dann möchte ich auch noch sagen, bevor ich den Ablauf erkläre, ich bin auch dankbar, das klingt jetzt ironisch, für Michael Stürzenbergers Aktivitäten in den letzten 4 Monaten, die ich mir habe auch nicht austräumen lassen können, zu welchen Schritten er bereit war und ist, uns die Arbeit im Bundesvorstand zu erschweren und uns so weit zu bringen, dass wir uns nur mit seinen Vergangenheiten zu beschäftigen und nicht mit inhaltlichen Arbeiten, wo wir zu angetreten waren. Ich seit Mai letzten Jahres, Günther seit Dezember, andere auch schon viel länger als wir. Das heißt, er hat es geschafft, dass wir uns 4 Monate mit juristischen, finanziellen Sachen beschäftigen müssen. Dafür bin ich ihm dankbar, dass wir da zur Aufklärung beitragen konnten. Da wurden wir zu gezwungen. Und um den Verein zu erhalten und die steuerliche Gemeinnützigkeit, mussten wir zu diesen Schritten schreiten. Und das heißt, wir versuchen, den Verein zu retten und nicht die Methode von Michael Stürzenberger mit dem Kopf durch die Wand gegen alle vereinsinternen Regelungen und andere rechtlichen Regelungen vorzugehen. Wir versuchen, Rechtsstaatlichkeit, wie Stürzenberger immer sagt, Law and Order umzusetzen. Das gilt es erst innerhalb des Vereins und dann nach außen hin. Das heißt, das ist mir ein Anliegen und das waren die Arbeit der letzten 4 Monate. So, und ich möchte jetzt mal kurz den Ablauf von heute erläutern. Und zwar, nach meinen einführenden Worten wird Günter Geuking eine persönliche Erklärung abgeben. Ich nehme an, auch die Entwicklung der letzten 4 Monate darstellen. Dann gibt es einen persönlichen Eindruck von unserem Kassenprüfer Uli Niroba. Das heißt, er hat sich in den letzten Monaten um Aufklärung im Detail bemüht. Die andere Kassenprüferin hat im Januar schriftlich ihren Rücktritt erklärt. Man kann vermuten, warum, aber sie hat ihre Gründe dafür, die könnte sie gegebenenfalls mal selbst erklären. Das heißt, und danach kommt nach dem Uli Niroba kommt ein Einblick von Claudia Ludwig, die hier zugeschaltet ist, so viel ich das mitbekommen habe. Und aus den letzten 15 Jahren, Klammer auf, ich bin auch seit 15 Jahren mit dem Verein verbunden, aber erst seit 4 Jahren Mitglied. Dann kommt eine Problembeschreibung der Arbeit vom Bundesvorstand bisher, vom bisherigen Bundesvorstandsmitglied und jetzigen Geschäftsführer Jörg Michael Klein. Und dann kommt gegen Ende der Pressekonferenz eine Einschätzung von Günter Geuking und von mir zum gescheiterten Verbesserung des Sicherheitskonzeptes bei Kundgebung. Und da möchte ich doch einiges dazu sagen, weil das parallel gelaufen ist zum Jahreswechsel. Und da kann man einiges dazu zu sagen. Ich habe ja selbst ungefähr 20 Kundgebungen mitgemacht, habe auch hier und da geredet. Und deswegen ist das auch wichtig für die weitere Arbeit von Pax Europa, dazu etwas zu sagen. Das ist der Ablauf. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wenn ich was vergessen habe, bitte mich anstoßen. Und dann kannst du jetzt weiter. Danke. Für die, die ihn nicht kennen, das ist unser Geschäftsführer, Jörg Michael Klein. Genau. Und ja, ich übernehme dann mal. Gerne. Bevor ich loslege, ich werde etwas länger reden. Ich hoffe, das ist nicht zu ermüdend. Ich versuche trotzdem, mich so kurz wie irgend möglich zu fassen. Aber ich kann mir
Zwei Vorbemerkungen, bevor ich anfange, nicht verkneifen. Die eine Vorbemerkung ist ein Artikel aus dem Fokus, der... Ich versuche etwas lauter zu reden. Das ist schwierig dann mit dem Handy, weil das wahrscheinlich auf der Mikroleiste steht. Ne? Müsste man vielleicht etwas schräger stellen, dass da unten die Leiste frei ist. Genau, jetzt müsste es besser werden. Wir kennen dich ja, wir müssen dich ja nicht sehen. Wir wissen, dass du da bist. So besser? Jetzt versteht es wahrscheinlich gar nichts mehr. Verstehst du was, Claudia? Weiter. Anscheinend nicht. Gut, ich mache erstmal weiter. Wir müssen das Problem dann vielleicht nochmal in Angriff nehmen, wenn Claudia was sagen soll. Dann hoffen wir, dass wir sie verstehen. Zu den Vorbemerkungen nochmal. Es hat im Fokus gestern ein Artikel gestanden, und zwar ganz im Fokus Online, ganz oben in der Headline. Du mir nix sagen, du Deutsch. Zoff mit Migrantenjungs in Kindergarten. In dem Artikel wird dann ausgeführt, dass selbst im Kindergarten Migrantenkinder, deutsche Kinder, und ausdrücklich wird da das Wort bedrohen genutzt. Also dass selbst Kinder, Migrantenkinder, andere Kinder im Kindergarten bedrohen. Und dann haben wir heute direkt einen Artikel wieder im Fokus Online mit der Überschrift Alles Einzelfälle, die bittere Wahrheit über kriminelle Flüchtlinge. Den Artikel kann ich zur Lektüre nur empfehlen, weil da sind die erschreckenden Zahlen drin, der Gewalt, die wir erleben durch, die sagen hier Flüchtlinge. Da muss man mal genau gucken. Und ich will das deswegen als Vorbemerkung hier sagen, weil ich finde, dass jetzt langsam das Thema, was auch letzten Endes unser Thema ist, in den Mainstream ankommt. Das zeigt das deutlich, ja? Die Zeit ist reif dafür, weil die Taten, die dahinter stehen, die sind jetzt so, dass man sie in der Menge gar nicht mehr vertuschen kann. Das ist einfach zu viel, zu gewalttätig, zu heftig. Ich will da jetzt nicht auf die Beispiele, die schrecklichen Beispiele der jüngeren Zeit eingehen. Aber was noch fehlt, ist, dass die Gesellschaft sich fragt, was ist mit diesen Menschen, die schon als Kind andere bedrohen und Gewalttendenzen zeigen? Woher kommt das? Sind das schlechte Menschen? Ich glaube nicht. Das hat seinen Ursprung in der Erziehung. Und die Erziehung findet statt bei diesen Menschen meistens in islamischen Ländern. Und die Erziehung in islamischen Ländern ist nun mal von der Religion geprägt. Und in diesen Ländern ist die Religion die Gesellschaft, ist die Religion der Staat, ist die Religion das ganze Leben. Und deswegen ist es einfach fatal, wenn den notwendigen nächsten Schritt die Medien nicht gehen wollen, sich zu fragen, woher kommt das? Und es hat genau da in den mohammedanischen Religionen, es hat genau da in den mohammedanischen Religionen seinen Ursprung. Und das haben wir als BPE versucht aufzuzeigen, und das werden wir auch in Zukunft versuchen. Und das werden wir so versuchen, dass wir versuchen, an die Menschen wirklich ranzukommen. Ich sage da gleich nochmal mehr dazu, weil wir wollen da was bewegen. Denn in den Ländern, wo die herkommen, durften die nicht kritisch über ihre Religion reden. Heute können die durch uns erfahren, dass man das hier darf und dass man das auch muss. Und ich glaube, das ist eine Chance. Ich habe, die Schwester Atune sitzt ja unter uns, ich habe oft gesagt, in Kreisen gläubiger Menschen, ich selbst bin bekennender Katholik, ich habe oft gesagt, ich glaube, dass das schon irgendwo seinen Grund und seine Bewandtnis hat, dass der Islam jetzt mit solcher Macht nach Europa kommt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das notwendig war, damit endlich offenbart wird, was wirklich hinter dieser Religion, was hinter dieser Religion steckt. Und das kann in den Ländern, wo diese Menschen herkommen, nicht offenbar werden, weil da gibt es hohe Strafen. Da wurde jemand 10 Jahre ins Gefängnis gesteckt, wurde mit 1000 Peitschenhieben bestraft, weil er im Internet gesagt hat, dass alle Menschen gleich sind und gleiche Rechte haben. Im Islam ist das nicht so. Der Koran lehrt was anderes. Und das will ich einfach als Vorbemerkung hier mal vorausschicken. Ich habe vorhin zu einem Pressevertreter gesagt, das ist doch schrecklich, was wir hier machen. Wir hätten so viel Wichtiges zu tun und wir hätten so viel gute Arbeit zu leisten. Und wir werden gezwungen, uns mit dem zu befassen, was jetzt folgt.
Nee, erst noch eine zweite Vorbemerkung. Zitate. Ein paar Zitate, die ich Ihnen nicht ersparen kann hier. Alle waren um mich rum, alle haben mich geliebt. Ich bin es gewohnt, diese positive Zuwendung zu bekommen. Ich werde krank innerlich. Sowas bin ich nicht gewohnt in meinem Leben, dass mir sowas vorgeworfen wird. Mir geht's dann erstmal schlecht. Ich komme mit sowas schwer klar. Ich bin der immer Zuwendung bekommen hatte, immer von anderen als nett angesehen wurde. Ich bin jemand, der nicht gewohnt ist, mit sowas umzugehen. Ich habe manchmal das Gefühl, die wollen mich kaputt machen. Wir wollen genau so weitermachen, wie wir aufgehört haben. Das ist unser Lebenswerk. Wir haben 15 Jahre lang alles absolut sicher verwaltet. Wir wollen das auch in Zukunft so hundertprozentig sicher im Sinne unserer Mitglieder durchführen. Michael Stürzenberger heute Morgen in seinem neuesten Video. Originalzitate. Ich habe mir sehr viel Mühe gemacht, nicht ein Wort zu verfälschen. Das ist die wichtigste Botschaft aus seinem neuesten Video. Und diese Botschaft lautet, es geht um sein Ego. Es geht um sein Ego und worum es noch geht, das werden wir jetzt darlegen. Zu den anderen Inhalten des Videos komme ich noch. Aber nicht, indem ich auf das Video eingehe, sondern auf drei Urteile, die es gegeben hat. Dieser Michael Stürzenberger, und jetzt bin ich eigentlich bei meiner persönlichen Erklärung, dieser Michael Stürzenberger ist mit allen Wassern gewaschen, aber ich habe mittlerweile den Eindruck, das war wohl eher Brackwasser und bestimmt kein klares, reines Wasser. Er kämpft schlicht und ergreifend um seinen Lebensunterhalt. Und das ist uns nach Prüfung der Unterlagen klar geworden. Er kämpft um seine wichtigste Einnahmequelle. Und die ist der BPE. Und das ist klar. Es geht also nicht nur um sein Ego, sondern es geht auch um sein Geld. Und da ist es aus seiner Sicht sein Geld. Weil es ist nicht sein Geld. Das ist das Geld eines gemeinnützigen Vereins. Ich weiß aus vielen Diskussionen, dass viele Menschen der Meinung waren, unsere Arbeit wird ehrenamtlich gemacht. Und als dann zum ersten Mal bekannt wurde, dass der Michael Stürzenberger Geld bekommt und wie viel, und dass der Irfan Peci Geld bekommt und wie viel, da sind einige echt aus allen Wolken gefallen und haben gesagt, das ist doch nicht wahr. Die kriegen das bezahlt? Ja, kriegen sie. Werden wir gleich mehr dazu hören. Und viele haben gedacht, das war alles ehrenamtlich, haben das deswegen auch hoch anerkannt. Und jetzt erfahren sie, nee, die haben das für Geld gemacht. Und die haben das sogar, wie unsere Einladung zur Pressekonferenz zeigt, nicht nur für Geld gemacht, sondern auch für Klicks und für Quote und für Geld. Denn das, was sie vom BPE bekommen, das ist nur das eine. Und das ist schon ziemlich was. Sie bekommen auch Einnahmen, jeder unterschiedlich, aus ihren Arbeiten in den sozialen Medien. Also sie generieren Einkommen durch diese Klicks und diese Quoten, die sie erreichen. Besonders so Leute wie Irfan Peci oder auch Kian Kamanchai. Das ist einfach so. Und ich sage hier ganz ehrlich, ne, ich habe mir viele Kundgebungen angeschaut im letzten Jahr. Irgendwann, meine Frau hat immer so mit einem Ohr mithören müssen, bis ich dann irgendwann gedacht habe, ich kann sie damit nicht so nerven, ich muss die Earbuds aufsetzen, damit nur ich das höre. Aber ich habe mir viele Kundgebungen angeschaut und meine Frau hat irgendwann mal gesagt, ey, mach das bitte über Earbuds, merkst du gar nicht, weiß gar nicht, wie du dir das immer anhören kannst. Der sagt ja immer das Gleiche. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Der sagt in jeder Kundgebung fast wortwörtlich das Gleiche. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist es denn? Was macht das denn dann aus? Und dann habe ich überlegt, das war auch ein bisschen bei mir so. Die Phase der Kundgebungen, wo dann immer er sagt, jetzt haben die ihr Freitagsgebet, jetzt ist 16 Uhr, da kommen die Muslime, ja? Das war die Phase, die auch für mich am spannendsten war, weil da passierte was. Aber Leute, das ist doch nicht die Arbeit der BPE. Das ist auf einem Niveau, wie jemand, der an einem Unfall vorbeifährt, ganz langsam fährt, um zu gucken, was da Geiles abgeht. Ja? Und ich glaube, dass von diesen Klicks, von denen er spricht,
die große Menge reine Sensationsgier ist. Das ist keine Aufklärung. Da kommt nichts rüber. Da passiert nichts. Da sind Leute, sorry für die Wortwahl, geil drauf, was richtig Spannendes zu sehen, mitzuerleben. Und das beweist eigentlich auch die Tatsache, dass die Kundgebung, wo richtig was passiert ist, Gladbeck zum Beispiel, die haben die meisten Klicks. Da geht es weit über 100.000. Ja? Und die Kundgebung, wo es ruhig geblieben ist, da interessiert sich plötzlich nicht mehr. Da interessieren sich plötzlich nicht mehr so viele dafür. Und ich sage euch ganz ehrlich, es gab da eine Kundgebung, die ich mir angeguckt habe. Da sagt ein Moslem zu ihm, schreit ihn praktisch an: Du bekommst Geld dafür, los, sag, was bekommst du dafür? Du bekommst Geld dafür. Und Stürzenberger antwortet dann, dass das ja wohl ein Witz ist und selbstverständlich bekommt er kein Geld dafür. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Moslem recht hat. Das habe ich damals mir nicht vorstellen können. Hatte er aber. Ob der das jetzt gewusst hat oder nicht, ist mir jetzt erstmal egal. Aber das hat mich im Nachhinein echt bewegt. Seitdem ich wusste, dass er wirklich Geld dafür bekommt und wie viel. Also das ist schon heftig. Ja, das sind das sind 1.000 Euro für jedes Kundgebungswochenende. 1.000 Euro. In den Monaten, wo das 4 Kundgebungen waren, sind das 4.000 Euro. Dann kommen noch die Videos dazu, die er zwischendurch produziert, die auch die BPE bezahlt. Dann kommt noch dazu Hotel, Verpflegung, Fahrtkosten. Und dann kommt noch dazu geselliges Beisammensein. Jetzt weiß ich nicht, wann Sie zum letzten Mal 15 Personen, 20 Personen in ein Restaurant eingeladen haben. Das macht man immer bei großen Familienfesten, runden Geburtstagen, was weiß ich, Kommunion, keine Ahnung. Was ist echt teuer. Das haben die immer gemacht. Das haben die an jedem Kundgebungstag gemacht. Und das haben die immer aus Mitgliedsbeiträgen und Mitteln der BPE bezahlt. Und Herr Stürzenberger hat großzügig eingeladen. Zwischen 15 und 20 Personen. Jedes Mal. Ah, ich habe. Bitte? Es waren auch 40 manchmal. Ja, manchmal waren es mehr. Jetzt habe ich leider mein Portemonnaie im Auto gelassen. Ich wollte es hochhalten. Ich habe nämlich zufällig den Beleg gefunden. Ich war nämlich einmal dabei. In Nienberge nach der Kundgebung in Münster. Und da habe ich meinen Beleg, den habe ich unten im Portemonnaie. Weil ich bin etwas früher gegangen. Ich bin ja nicht ein Mensch, der da bis in die Nacht sitzt. Ja? Und ich habe dann auch nicht so viel getrunken, weil ich auch keinen Alkohol trinke. Ich habe da, ich glaube, der Beleg, ich kann ihn nachher mal holen. Vielleicht machen wir mal Pause. Dann zeige ich ihn nur mal in die Kamera. Ich habe da 21 Euro bezahlt. Das war gutes Essen, Trinken in einer guten Pizzeria. Ganz normales Restaurant. Kein Luxus, aber so teuer ist das eben. Ne? Und wenn ich da noch 3 Stunden länger gesessen hätte, dann wäre die Rechnung noch ein bisschen höher ausgefallen. Da hätte ich ja vielleicht noch ein bisschen mehr getrunken. Und wenn ich denn auch noch Alkohol getrunken hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen höher ausgefallen. Bei einigen ist sie höher ausgefallen. Ich will damit nur sagen, was für mich selbstverständlich war, ich habe die Runde eher verlassen und habe natürlich an der Theke meine Rechnung bezahlt. Das war für mich völlig selbstverständlich. Ich wäre damals nicht im Traum darauf gekommen, dass das am Ende alles Michael Stürzenberger bezahlt. Das hätte ich niemals erwartet oder mir vorstellen können. Hat er aber. Und er hat da großzügig eingeladen. Ja, wenn Ulrike sagt, bis zu 40 Personen, halte ich das nicht für ausgeschlossen, weil auch in Nienberge waren es, also ich habe es nicht gezählt, es waren richtig, richtig viele. Also so ein langer Tisch wie hier da an der Seite, also 20 waren es bestimmt. Ja, so war das. Ich sage, er hat die Mitglieder getäuscht. Und deren Beiträge einfach privat, das ist für mich Missbrauch. Da kann er noch so lange im Video erzählen, dass sie alle so toll mitgemacht und gearbeitet haben. Alle, die da saßen, in Nienberge kann ich es ja selber bezeugen, da war ich dabei. Das waren nicht alles Leute, die da mitgeholfen haben. Das waren nicht alles fleißige Helfer. Das waren Leute, die der Stürzenberger eingeladen hat. Per Order, dem Mufti, Kraft eigener Wassersuppe, ohne damit irgendjemand irgendwas abzusprechen. Da hat er Gelder verausgabt, über die er selber frei verfügt. Und so sieht er sich auch. Sie haben Mitglieder getäuscht, Beiträge für sich privat missbraucht. Da kommen wir gleich noch auf Beispiele. Und er selber hat auch anderen dabei geholfen, das zu tun. Und jetzt komme ich zum Volumen. Und das haben wir unseren Mitgliedern ja auch mitgeteilt. Und da muss man das mal sacken lassen, so eine Zahl. Wir sprechen hier über ein Volumen des Ganzen, was ich gerade geschildert habe, von 157.000, deutlich mehr noch, 157.000 Euro für 22. Und diese Summe, rechnen Sie mal, ist das Doppelte unseres Beitragsaufkommens.
Das Doppelte unseres Jahresbeitragsaufkommens ist da, ich hätte jetzt fast gesagt, verballert worden. Das konnten die nur, weil sie den berühmten Großspender hatten. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Ja? Also sie haben mehr ausgegeben, als überhaupt durch Mitgliedsbeiträge reinkommen in einem Jahr. Ja, da muss man durchatmen. Ich bin davon überzeugt, weil das läuft schon. Und die unterschätzen das, besonders der Stürzenberger unterschätzt das. Die Steuerfahndung und die Staatsanwaltschaft wird das aufklären. Das ist so. Und das haben sie sich auch selber eingebrockt. Da sage ich nachher auch nochmal mehr dazu. Das läuft aber schon. Da brauchen die sich nichts vormachen. Die Mühlen der Justiz und der Behörden arbeiten langsam. Aber die arbeiten. Die arbeiten. Und zu diesem Zeitfaktor komme ich gleich nochmal. Da komme ich jetzt sogar zu. Die Urteile, die er jetzt als Sieg verkündet. Was sind das für Urteile? Vielleicht als Vorbemerkung. Die Lügenmeer von denen, die ihnen Rechtsverfahren aufzwingen und gerichtlich vorgehen, die glaubt denen hoffentlich keiner mehr, weil es ist genau andersrum. Die zwingen uns in die gerichtlichen Auseinandersetzungen ein ums andere Mal durch ihr Handeln. Und wir haben überhaupt keine Wahl, weil die Leute um den Herrn Stürzenberger akzeptieren nicht eine einzige Vorstandsentscheidung, haben sie nie gemacht, nicht mal zu der Zeit, als sie noch selber im Vorstand waren. Der Herr Stürzenberger akzeptiert nur die Entscheidung des Herrn Stürzenbergers und sonst gar nichts. Und er hält sich auch an nichts. Und das hat er so praktiziert und so war das auch. Die Urteile, die Sie als Sieg verkaufen, ist einmal in Sachen Kizina. Da hat das Gericht festgestellt, Kizina war berechtigt, die von der Polizei sichergestellten Unterlagen und den Server bei der Polizei abzuholen. Das verkaufen Sie jetzt als Erfolg. Was für ein Erfolg! Sie haben Recht bekommen, aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Denn wir haben die Unterlagen, wir haben den Server und das Verfahren hätte schon längst eingestellt werden müssen, weil wir haben beantragt, da die Hauptsache erledigt ist, ja, es war herausgegeben, ne, muss das nicht mehr entschieden werden. Sie haben es trotzdem bis zur Entscheidung durchexerziert. Sie haben sich der Rücknahme der ganzen Geschichte nicht angeschlossen und haben auf die Rechtsverfahren gepocht und haben die durchgezogen bis zum bitteren Ende. Das war ein Streit um nichts. Es ging um nichts mehr, weil wir hatten die Unterlagen, wir hatten den Server. Die Polizei hat das an uns rausgegeben. Wir hatten ein verwaltungsgerichtliches Urteil, was das ganz eindeutig festgestellt hat, dass das in Ordnung ist. Ja? Und die Polizei gibt nicht einfach so Unterlagen raus. Die hatten schon Rechtssicherheit. Ja? Und die Feststellung, dass sie die Herausgabe verlangen durfte, als das bei der Polizei war, das hätte sie nicht mehr verfolgen brauchen, weil es nicht mehr bei der Polizei war. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Sie hat es aber trotzdem weiterverfolgt, obwohl es da ja gar nicht mehr war. Und die Tatsache, dass jetzt im Nachhinein festgestellt wird, jawohl, sie war berechtigt, die Herausgabe bei der Polizei zu fordern. Ja, das ist aber toll, oder? Sie hat es ja nicht bekommen. Und das ist ja jetzt auch längst obsolet, weil das ist ja nicht mehr bei der Polizei. Aber das wird als Erfolg verkauft. Das nächste, was als Erfolg verkauft wird, ist genau das Gleiche. Sie haben im Nachhinein Recht bekommen, aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Sie haben Recht bekommen, weil das Gericht jetzt ganz aktuell sagt, ja, die Einladung zur Mitgliederversammlung, die Sie in Würzburg machen wollten, dazu war er berechtigt. Das verkauft er jetzt als Sieg. Wir haben aber die Mitgliederversammlung verhindert. Die hat nicht stattfinden dürfen. Ja? Was ist das für ein Sieg, wenn jetzt festgestellt wird, er durfte dazu einladen? Das kann man doch nicht als Sieg verkaufen. Also seine Mitgliederversammlung haben wir gecancelt und die hat nicht stattgefunden, definitiv. Frau Kizina hat die Unterlagen und den Server nicht bekommen. Das haben wir bekommen, definitiv. Was sie jetzt nachträglich da bekommen haben, das ist eine Rechtsprechung, die sich auf einen Zustand beruft, der ja schon eine Weile her ist. Januar, Anfang Februar. Da wussten wir noch nicht mal, was wir heute hier alles auf dem Tisch haben. Da hätte Uli Niroba noch gar nicht erzählen können, was da eigentlich wirklich gehauen und gestochen war. Jetzt wissen wir das. Wir haben jetzt eine ganz andere Faktenlage. Wir könnten jetzt auch ganz anders vortragen. So sind im Rahmen der Zeitabläufe solche Urteile, die dann später gefällt werden aufgrund einer Erkenntnislage vom Zeitpunkt der Antragstellung, sind also mit Vorsicht zu genießen, weil das gibt nicht den aktuellen Stand wieder. Und wie gesagt, das war das zweite Urteil Mitgliederversammlung. Also die Mitgliederversammlung hat nicht stattgefunden, wir haben sie verhindert. Sein Ausschluss. Sein Ausschluss ist ein echt
tolles Urteil, wie er das, das war ironisch gemeint, wie er das jetzt als Erfolg verkaufen kann, verstehe ich nicht, weil das Urteil besagt nur, dass er nicht vorher angehört worden ist. Und deswegen sei der Ausschluss nicht rechtmäßig erfolgt. Wir haben gesagt, was gibt es eigentlich mehr als Anhörung, als Videos, die öffentlich ins Netz gestellt werden, noch eins und noch eins, wo er dazu was sagt. Was gibt es noch mehr als Anhörung, öffentlich dazu sich zu äußern, schriftlich sich zu äußern, in Presseorganen sich zu äußern? Das hat er ja nur zu Genüge getan. Und da haben wir gesagt, also mehr Anhörung geht nicht. Seine Position dazu ist gehört worden. Ja? Das Gericht war anderer Meinung und hat gesagt, nee, er hätte angehört werden müssen. Das heißt, de jure, de facto war er gehört worden, mehr als gehört worden, sogar öffentlich. Ja? De jure war er nicht gehört worden, weil wir ihn nicht expresses verbis ausdrücklich aufgefordert haben, dazu Stellung zu nehmen. Also da stand, kam kein, war kein Schreiben, wo drüber stand Anhörung. Ja? Und das haben wir nachgeholt mittlerweile. Das ist schon längst überholtes Urteil. Ja? Weil mittlerweile ist er ganz offiziell angehört worden und mittlerweile ist er noch einmal aus dem Verein ausgeschlossen worden. Nach Anhörung. Und er hat von der Anhörung auch Gebrauch gemacht. Er hat, wie es so sein, na gut, er ist Journalist, die schreiben viel und gerne, er hat ein ellenlanges Pamphlet verfasst dazu und der Vorstand hat sich explizit mit seiner Anhörung befasst und dieses Pamphlet in der Sitzung besprochen. Ja, und war der Meinung, ich kann es jetzt nicht original zitieren, aber sinngemäß, ne, ich glaube, Frechheit ist auch vorgekommen als Wort, dass das Ganze, was er da geschrieben hat, eine bodenlose Frechheit ist angesichts der Tatsachen und hat das komplett zurückgewiesen und hat den Ausschluss bestätigt und wir haben ihn danach nochmal ausgesprochen. Ja. Das heißt, mittlerweile ist er nochmal nach erfolgter Anhörung, und das Gerichtsurteil sagt ja nur, das ist nicht rechtmäßig, weil er nicht angehört worden ist. Mittlerweile ist er aber nach Anhörung ausgeschlossen worden. Das sagt er natürlich in dem Video nicht. Ne? Also er müsste in dem Video ja eigentlich sagen, ich habe ein Urteil, wo ich Recht bekommen habe, mein Ausschluss ist nicht rechtmäßig, bin Mitglied mit allen Rechten und Pflichten. Und er müsste ja dann eigentlich sagen, aber zwischenzeitlich bin ich nochmal ausgeschlossen worden und dazu bin ich angehört worden. Das wäre fair. Das sagt er den Leuten aber nicht. Das ist aber so. Und ich sage nochmal was dazu. Er wird auch, und das haben wir im Vorstand beschlossen, das fällt uns schwer, das zu tun, er wird auch noch eine Kündigung bekommen, zusätzlich, eine fristlose. Also ich sage heute und hier, mehr raus aus unserem Verein, als Michael Stürzenberger es jetzt in den nächsten Tagen sein wird und auch jetzt schon ist, mehr geht nicht und es wird Bestand haben. So weit, so gut. Also das Ganze lässt sich zusammenfassen in, es ging um Geld, um Klicks, um Quote und es ging vor allem um Michael Stürzenberger. Er stand im Mittelpunkt und er wollte im Mittelpunkt stehen. Und die Zitate aus seinem heutigen Video belegen das eindeutig. Und er war der Star, aber jetzt sind das schon mehr Star-Allüren als Star. Und es gab vor der Mitgliederversammlung bereits Forderungen und ich habe nach meiner Wahl auch entsprechendes angekündigt. Wir überarbeiten das Konzept der Kundgebungen. Die Kundgebungen sollen sicherer, moderner und professioneller werden. Das habe ich nach meiner Wahl auch hier unten in der Arbeit, wir haben dann noch so eine kleine Arbeitstagung durchgeführt am Abend, und da bin ich auch gefragt worden, wie meine Perspektiven so sind für die Zukunft. Und da habe ich unter anderem das gesagt. Und habe gesagt, ich habe viele Wünsche vernommen, dass das sicherer und besser gemacht werden soll, moderner, professioneller gemacht werden soll. Und diese Aufgabe würde ich mich stellen wollen. Und da habe ich auch erfahren, dass er sich geweigert hat, aber da wird nachher noch was zugesagt, über ein Sicherheitskonzept überhaupt nur zu reden, vorher, bevor ich da war. Und dann habe ich das so als meine Aufgabe für die Zukunft angenommen. Ich denke heute, da sah der Herr Stürzenberger wohl seine Fälle schwimmen. Weil ihm war klar, irgendwann, dass ich meine Arbeit gründlich und professionell machen würde. Und nach dem, was wir heute wissen, glaube ich, da hat er einfach auch Angst vor Aufdeckung gehabt. Da hat er Angst gehabt, dass das aufgedeckt werden würde, was wir jetzt heute alles wissen. Also wir sagen heute, da hat er nicht nur seine Fälle schwimmen sehen, sondern da hat er auch Angst vor Aufklärung gehabt. Und alle Beteiligten wissen,
dass er ein unfassbar schlechtes Gewissen und große Angst gehabt haben muss. Und ihm war klar, recht schnell wahrscheinlich, der Goiking, der muss weg. Und so hat das Ganze nach der Wahl auch angefangen. Dazu jetzt im Einzelnen und frei. Hierzu hatte ich mir Stichpunkte gemacht. Vielleicht ganz kurzer Einschnitt, ganz kurze Pause, wenn es jetzt zu dem Teil Rückfragen gibt. Ansonsten würde ich jetzt mal erzählen, wie das aus meiner Sicht gewesen ist seit meiner Wahl, was sich da zugetragen hat. Nicht so in epischer Breite, aber das Wichtigste, damit man das mal nachvollziehen kann, wie wir überhaupt da hingekommen sind, wo wir hier jetzt sind. Ich hätte eine Frage. Ja? Über die Zahlungen an Michael Stürzenberger bezüglich der Kundgebung ist ja aufgedeckt worden. Wie sieht das denn mit den anderen Teamteilnehmern aus? Dieses Team Stürzenberger stand da ja auch nicht ganz unentgeltlich. Wie sehen denn da die Zahlungen aus? Bei dieser EWO heißen die? EWO wissen wir es noch nicht. Ne? Da haben wir ja auch nichts in unseren Unterlagen. Die haben aber, denke ich, auch Geld bekommen. Wie das da war, wissen wir nicht. Wir wissen aber, Irfan Peci schuldet uns eine ganze Menge Geld. Weil der hat zum Beispiel, ich komme nachher noch auf die Einzelheiten zu sprechen, der hat zum Beispiel im August richtig, auch wie alle anderen, eine hohe Summe als Vorschuss erhalten. Aber es haben dann gar nicht mehr so viele Kundgebungen stattgefunden. Und der müsste jetzt alleine aufgrund dessen, dass da gar nicht so viele Kundgebungen waren, wie er Geld bekommen hat, müsste er jetzt eigentlich eine große Summe schon längst zurückbezahlt haben. Das ist aber einerseits schwieriger als bei den anderen, weil er hat das als Unternehmen in Österreich abgerechnet und unter einer, ich sage jetzt mal, Deckadresse, keine Ahnung, was das ist, das ist so eine Privatadresse in Deutschland. Das Schreiben, das Geltungsmachungsschreiben ist nicht beantwortet worden. Wir kriegen da keine Reaktion und wir haben bis heute auch noch nicht seine Privatadresse rausgefunden. Also wir können ihm im Moment gar nichts zustellen. Ja? Aber zahlen müsste er einiges. Also mindestens das, was er zu viel bekommen hat, das sind Tausende von Euros, die müsste er unstreitig zurückbezahlen. Ich habe die Befürchtung, das setzt er jetzt ein, um in Österreich da sein eigenes Ding zu machen. Das macht er privat mit dem Geld der BPE. Weil das hätte längst wieder bei uns sein müssen, weil das hat er ja nicht verausgabt. Ja? Bei ihm ist also der Part schwieriger, weil wir an den nicht rankommen, an die anderen kommen wir ran. Aber bei ihm ist es insofern etwas einfacher, weil das ist für uns nicht mehr zurückzuholen. Weil der ist nicht Mitglied im Verein. Und wenn der Verein... ein Unternehmen für irgendwas beschäftigt oder auch eine Einzelperson für irgendwelche Leistungen bezahlt, dann kann man vielleicht sich an den wenden, der das gemacht hat, ohne einen Vorstandsbeschluss dafür zu haben. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Das ist aber auch so gewesen. Aber man kann sich nicht an den wenden, der die Leistung erbracht und das Geld dafür bekommen hat. Das ist schwierig. Also das werden wir nicht, was der alles gekriegt hat, werden wir nicht zurückholen können. Aber da komme ich im Einzelnen noch drauf. Wurden denn da ordentliche Rechnungen geschrieben von der Technik? Was heißt ordentliche Rechnungen? Ja, die Steuernummer und so weiter. Glaub wohl, bei diesen Unternehmensrechnungen glaube ich wohl. Bei diesen Rechnungen, die da von dieser Privatadresse oder was immer das ist, gemacht wurden, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ich hätte gerade noch eine Frage zu den Kundgebungen. Stichwort Neuausrichtung. Die sollen aber weiterhin in dieser Form durchgeführt werden. Oder in welchem Turnus? Das Problem ist, das war die Arbeit, und da komme ich jetzt gleich in meinem nächsten Teil dazu, das war die Arbeit, die ich eigentlich mir vorgestellt hatte. Und das ist eine gute Überleitung zu meinem nächsten Part. Die Arbeit hatte ich mir vorgestellt, da hatte ich mich drauf gefreut. Weil da gab es schon richtig tolle Ideen. Ja? Den Stein der Weisen hatten wir da nicht, ein fertiges Konzept haben wir auch nicht in der Schublade, aber wir hatten echt Spaß daran, uns damit zu beschäftigen und zu gucken, was geht da noch, ja, und was geht da noch besser und wie geht das noch besser, ja. Und da gab es richtig tolle Vorschläge schon. Und wir hatten uns auf diese Arbeit echt gefreut. Aber zu dieser Arbeit sind wir noch nicht gekommen. Ich hätte das gerne gemacht und da bin ich jetzt auch bei meinem zweiten Part. Ich bin hier in diesem Raum gewählt worden mit einer großen Mehrheit, nicht 100% wie Stürzenberger, aber deutlich über 90%. Ich habe dann nur gesagt, gut, dass ich keine 100 gekriegt habe, das wäre ja fast wie im Kommunismus. Manche, die dabei waren, erinnern sich vielleicht. Aber es waren schon recht viele, die mich da gewählt haben. 3 Gegenstimmen gab es nur. Und ich habe in der Antrittsrede
habe ich gesagt und habe das auch schon vorher bei meiner Vorstellung deutlich gemacht, ausdrücklich, dass ich nicht antrete, um die Vergangenheit aufzuräumen. Dass ich nicht antrete, um zu gucken, was da falsch gemacht worden ist oder ob es da Leichen im Keller gab. Das würde mich alles nicht interessieren. Ich möchte die Zukunft gestalten. Dann, ich will das gar nicht so episch breit erzählen, aber der Herr hier rechts neben mir, unser Geschäftsführer, Jörg Michael Klein, weiß das. Dann haben die am gleichen Abend eine Vorstandssitzung anberaumt. Meine erste wäre das gewesen. War es aber nicht, weil ich nicht dabei war. Weil ich hatte mich geweigert. Weil da wollten die was aus der Vergangenheit klären. Und da habe ich gesagt, Leute, was immer das ist, das interessiert mich nicht. Ich bin weder euer Schiedsrichter, noch will ich euer Moderator dafür sein. Weil ich war da nicht dabei und ich kann dazu nichts sagen und das werde ich auch nicht tun. Deswegen gehe ich jetzt runter zu den anderen und mache gleich den informellen Teil. Und dann haben die das hier alleine gemacht. Die haben zwar hinterher erklärt, das war gut, ne? Und ich habe gesagt, okay, jedem das seine, sollen sie machen, aber bitte ohne mich. Also klarer konnte meine Position eigentlich gar nicht sein, dass ich mit dem allen, wo ich jetzt gezwungen werde, mich mit zu beschäftigen, überhaupt nichts zu tun haben will. Also das habe ich mehr als deutlich gemacht. Ja. Das hätte man mal für bare Münze nehmen können. Dann kam die erste Sitzung im Dezember. Einige wissen das, ich war schon bei meiner Wahl hier leider echt richtig krank. Und es wurde auch noch schlimmer. Ich habe mir dann noch eine Influenza eingefangen und war richtig, richtig krank. Ich habe die beiden Vorstandssitzungen im Dezember trotzdem gemacht. Die erste Vorstandssitzung habe ich gemacht. Da bin ich aus allen Wolken gefahren, weil da hat ein Vorstandsmitglied, der Dirk Wassmann, hat ein Pamphlet verfasst vor der Vorstandssitzung. Das habe ich nur überflogen und habe gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Und da hat er ernsthaft versucht, in der Vorstandssitzung so wichtige Dinge zu besprechen. Ich nenne nur ein Beispiel, aber der Rest war dann eigentlich alles so in diese Richtung. Wir müssten unbedingt ein datenschutzrechtlich geprüftes, sicheres, gesetzkonformes Verfahren entwickeln und besprechen im Vorstand für geheime Abstimmungen im Vorstand, bei Vorstandssitzungen und wie die dokumentationsecht und datenschutzsicher und gesetzeskonform dokumentiert werden können. Da habe ich da gesessen und gedacht, ach du meine Güte, was ist das denn? Ja. Dann habe ich natürlich das nicht auf die Tagesordnung genommen und habe ihm dann in der ersten Sitzung gesagt, dass wir uns, und in der Qualität waren das 2, 3 DIN A4 Seiten. Ne? Dann haben wir ihm in der ersten Sitzung gesagt, nee, also wir haben so wichtige Dinge zu besprechen, wir haben kein Konto, wir haben keinen Geschäftsführer, hatten wir ja da noch nicht. Wir haben hier so viel zu regeln, das werden wir nicht tun, ne? Also machen wir nicht. Da ist uns aller Zeit zu schade für. Und dann hat noch jemand aus dem Vorstand, ich erinnere mich noch ganz genau, ich sage nicht, wer es war, in der Sitzung gesagt, ich sage dir ganz ehrlich, Dick, ich habe das noch nicht mal gelesen. Und dann hat er sich entschuldigt in der Sitzung. Und hat gesagt, ja, wäre vielleicht nicht so gut gewesen, macht er nicht wieder. So weit, so gut. Dann hat er das in der nächsten Sitzung gleich wieder gemacht. Und zwar genauso. Ein Wahnsinnspamphlet vor der Sitzung. Also eine schwere Leseaufgabe für uns alle. Ich glaube, die meisten haben es wieder nicht gelesen. Und hat das echt wieder versucht, obwohl das gar nicht auf der Tagesordnung stand. Dann habe ich ihm gesagt, nee, Dirk, das tut mir leid, das steht nicht auf der Tagesordnung. Das werden wir auch nicht besprechen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da war er sauer, ist aus der Sitzung rausgegangen. Da hat der Stürzenberger gesagt, ah nee, das ginge ja nicht und der ist ja so friedlich. Wir wissen ja alle, wie friedlich der Stürzenberger ist. Den müsste er ja jetzt zurückholen. Wir sollten nochmal 10 Minuten Pause machen. Haben wir 10 Minuten Pause gemacht. Dann hat er den wieder zurückgeholt. Da war der wieder da. Und dann haben wir weitergemacht und dann fängt er wieder damit an. Und dann habe ich gesagt, da stehe ich zu. Ne? Also ich hatte echt, wirklich, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ich war echt krank. Und wenn man krank ist, ist die Toleranzgrenze einfach ein Stück niedriger. Und da habe ich mich verleiten lassen zu sagen, Dirk, es reicht. Wir werden uns mit deinem Scheiß hier nicht beschäftigen. Da stehe ich zu. Das war echt blöd. Und das ist auch nicht normal meine Wortwahl. Ja? Aber da war er dann wieder sauer und ist er wieder rausgegangen. Und das hat man mir ja dann ganz bitterböse vorgeworfen, dass ich Scheiß gesagt hätte, ja. Ich habe mich aber schriftlich dafür bei ihm entschuldigt, wirklich schriftlich entschuldigt, dass ich sein Vorbringen als Scheiß bezeichnet hätte. Und das täte mir auch leid und ich wäre krank gewesen. Ja? Ich finde, mehr kann ich nicht tun. Ich stehe dazu, dass ich das gesagt habe. Ich finde das auch jetzt nicht so schlimm, weil jedem kann mal der Kragen platzen und wir sind alle nur Menschen. Von mir sein können.
Ja, aber gib mir auch noch mal ein bisschen. Das war der Anfang, deswegen habe ich das so breit erzählt, ja. Dann kam die nächste Sitzung, an der konnte ich dann wirklich nicht mehr teilnehmen, weil ich wirklich zu krank war. Da musste ich mich dann abmelden, da ging nichts mehr. Zwischendurch konnte ich mal phasenweise gar nicht, ich konnte wirklich gar nicht sprechen, so war der Kehlkopf dann entzündet, ja. Ich konnte eine Woche lang nicht sprechen, nicht mal flüstern, das tat schon weh. Und da musste ich, konnte ich nicht teilnehmen. In der Sitzung hat der Herr Stürzenberger angekündigt, ach so, das muss ich noch dazu sagen. Ich hatte nach dieser zweiten Sitzung, habe ich gesagt, da stehe ich auch dazu, ich habe nicht nur Scheiß gesagt, sondern ich habe gesagt, nach der Sitzung, das werde ich nicht mitmachen, was der da macht. Ich weiß nicht, warum der das macht, aber bevor der das in einer dritten Sitzung nochmal wiederholt, sage ich, entweder der Dirk Wassmann oder ich. Ich werde in diesem Vorstand nicht weiterarbeiten, wenn der im Vorstand bleibt, weil das kann ich nicht leisten, das will ich nicht leisten und da ist mir meine Zeit auch zu schade für. Und deswegen muss da Klarheit geschaffen werden. Und deswegen bitte ich ihn inständig zurückzutreten und wenn das nicht geht, dann würde ich mein Amt sofort wieder niederlegen. Dann müssten Sie sich jemand anders zum Vorsitzenden wählen, meinetwegen Dirk Wassmann. Das war mein Angebot. Und in der nächsten Sitzung, wo ich dann nicht dabei war, hat der Stürzenberger verkündigt, der Herr Stürzenberger, es wäre jetzt geklärt, der Dirk Wassmann wäre heute nicht dabei, der würde morgen seinen Rücktritt erklären. Das hat er dann getan, am nächsten Tag. Aber das war ein Rücktrittsschreiben. In dem Rücktrittsschreiben wurden hammerharte Vorwürfe erhoben gegen mich und gegen den gesamten Vorstand. Da hat er praktisch den Inhalt seiner ganzen Pamphlete genommen und hat behauptet, weil wir das nicht besprechen wollten und nicht gemacht haben, hätte der ganze Vorstand sich strafbar gemacht und das Schreiben endet damit und wird sich eine Fülle von Strafverfahren stellen müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Sowas schreibt er. Ja? Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was schreibt der Mann denn da? Dann habe ich ihm einen ganz lieben Brief geschrieben, habe mich entschuldigt für das Wort Scheiß, habe ihm gesagt, er könne das doch jetzt einfach zurücknehmen, was er da geschrieben hätte, weil keiner im Vorstand würde irgendwelche Straftaten begehen oder begehen wollen oder auch nur irgendwas in die Richtung. Und wenn er das zurücknimmt, wäre die Sache außer Welt und wir könnten wieder zur normalen Arbeit übergehen und er könnte dann auch seinen Part in unserer Arbeit finden. Er könnte ja die Technik beim BPE-Mobil weitermachen, kein Problem. Dieses Schreiben hat er unbeantwortet gelassen und danach ging die Hexenjagd gegen Goyking so richtig los. Was haben Sie denn zum Inhalt gehabt? Außer diesem Wort Scheiß. Das war eins der Inhalte. Es gab zwei. Den anderen Inhalt treten sie bis heute breit. Und da war Folgendes gelaufen. Und das ist fast schon zu schäbig, um das überhaupt nur in Worte zu fassen. Ja, das ist wirklich kriminell. Und zwar haben sie in der zweiten Vorstandssitzung, da gibt es auch eine eidesstattliche Erklärung mittlerweile von Vorstandsmitgliedern darüber, dass es tatsächlich so gewesen ist. Da hat er in der zweiten Vorstandssitzung hat er gesagt, ich versuche es mal so ein bisschen wiederzugeben, wir müssen was machen, das Geld liegt fest, wir können keine einzige Überweisung tätigen von dem Geld auf der Main-Tauber-Bank und da laufen wir Gefahr, dass ab Januar schon das BPI-Mobil nicht mehr einsatzfähig ist, weil die Versicherung nicht bezahlt werden kann, das sind über 1000 Euro, wir müssen irgendwie was machen, sonst sind wir im Januar sind wir zahlungsunfähig. Da habe ich natürlich erstmal einen Schreck gekriegt. Und weil wir hatten kein Konto, wir konnten auch kein zaubern. Ne? Und wie gesagt, an das Geld kamen wir nicht ran, weil die keine Überweisung mehr ausführten. Es lag halt da fest. Und dann hat er vorgeschlagen, ob ich das nicht irgendwie sichern könnte auf meinem Konto oder so. Und dann habe ich gesagt, ich kann versuchen, ob ich ein privates Konto dafür einrichten kann. Weil das würde ich nicht auf meinen sonstigen Konten machen, weil ich da keine Verquickung will. Wenn, dann müsste ich extra ein Konto dafür einrichten, wo nur das dann da drauf kommt und treuhänderisch verwaltet wird, müsste ich aber erst prüfen, weil man kann nicht einfach so beliebig viele Konten einrichten, auch als Privatmann nicht und ich habe schon ziemlich viele Konten. Und dann bin ich zur Bank gegangen und habe das mit denen besprochen und dann haben die gesagt, ja Herr Goyking, selbstverständlich können Sie noch ein privates, weiteres Konto bei uns einrichten. Dann habe ich das getan. Und da ist bis heute 0,0, hätte ich fast gesagt, drauf. Nee, da ist Minus drauf, weil die Einrichtungsgebühren und Kontogebühren sind mittlerweile schon belastet worden. Also da ist schon Minus drauf, weil da nie was mit passiert ist mit dem Konto. Und dann habe ich in der nächsten Sitzung, habe ich dann kundgetan, also dann war ich doch drei Sitzungen dabei, ne?
Ja, die erste war am 3. Dezember, die war informell, die Klärung mit Jörg Michael. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann in der nächsten Sitzung, habe ich dann freudig verkündet, ne? Habe ich auch schon vorher, sage ich gleich noch was zu, dass ich jetzt tatsächlich ein Konto dafür eingerichtet hätte und dass wir jetzt das Geld von der Main-Tauber-Bank retten könnten und verfügbar machen könnten. Und vorher hatte ich das schon per Mitteilung in der Telegram-Gruppe gesagt, es hätte geklappt, ich hätte das Konto tatsächlich einrichten können. Ja? Da schreibt die Kizina mir, sie müsste dann aber volle Verfügungsgewalt über das Konto bekommen. Da schreibe ich zwei Mitteilungen zurück, wohlgemerkt zwei. Und zwar direkt nacheinander. Das ist eigentlich nur Zufall, dass das in zwei Mitteilungen, weil ich diktiere das immer rein, ich schreibe das nicht. Ich diktiere das rein, verbessere das, schicke das ab und deswegen mache ich lieber zwei Mitteilungen oder manchmal auch drei nacheinander und die sind dann halt kürzer. Und da habe ich zwei Mitteilungen nacheinander gemacht. Die erste Mitteilung lautet, selbstverständlich wirst du keine Verfügungsgewalt über meine privaten oder eins meiner privaten Konten bekommen, weil das einfach nicht geht. Das mache ich auch nicht. Ich glaube, das würde keiner machen. Und die zweite Mitteilung lautete, aber du bist diejenige, die sagen kann als Schatzmeisterin, was da bezahlt werden soll und was nicht. Dann musst du uns das einfach nur schicken und dann machen wir einen Überweisungsbeleg und dann bringt meine Frau das zur Bank und dann wird das erledigt. Ja, also ich habe in der zweiten Mitteilung gesagt, dass sie diejenige ist, die entscheidet, was von dem Geld bezahlt wird als Schatzmeisterin. Und das ist unstrittig und es lässt sich auch belegen und es gibt auch einen Ausdruck von diesem Chat, dass das zwei Mitteilungen waren, nämlich die eine, wo ich sage, selbstverständlich wirst du nicht über ein privates Konto von mir verfügen können, das geht einfach nicht. Und die zweite, wo ich sage, aber du wirst diejenige sein, die dann sagt, was mit dem Geld gemacht werden soll, was da treuhänderisch verwaltet wird. Das ist so unangreifbar und das ist so in der Situation entsprechend vernünftig, das soll jetzt kein Eigenlob sein, aber daraus einen Vorwurf zu schustern, ja, ey, das ist echt infam. Das ist infam und böse. Und jetzt sage ich mal, und das ist der Knaller überhaupt, weil da wusste ich, mit wem ich es zu tun habe. In der Zeit, wo sie das mit mir gemacht haben, haben sie, boah, es fällt mir echt schwer, da nicht emotional zu werden, sie haben in der Zeit 11.000 Euro ohne Wissen des Vorstandes ans Ehepaar Kizina überwiesen. Genau in der Zeit, auch nach dem Beschluss noch, genau in der Zeit, wo wir angeblich kein Geld haben, wo wir angeblich nicht liquide sind, wo wir angeblich das BPE-Mobil nicht bezahlen können im Januar, wo ich unbedingt ein privates Konto einrichten muss, um das Geld zu retten und verfügbar zu machen. Genau in der Zeit haben die 11.000 Euro ans Ehepaar Kizina überwiesen. So, und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Denkt euch euren Teil oder denken Sie sich Ihren Teil. Das haben die mit mir gemacht und das war für mich so schwer zu ertragen, dass ich nicht aufgeben konnte, weil da konnte ich nicht mehr sagen, ich trete zurück. Das musste ich einfach erstmal aufklären. Sowas lasse ich mit mir nicht machen. Also da hört es wirklich auf, weil das war zu schäbig, zu schmutzig, zu gemein, zu hinterhältig. Und da sage ich ganz deutlich, auch heute noch, ne, damit werden Sie nicht durchkommen. Da gibt es nichts Ehrenrühriges, da gibt es nichts, was man angreifen kann und da gibt es auch nicht die Planung und Vorbereitung einer Straftat. Das haben Sie daraus gemacht, ja? Da haben Sie mir unterstellt, Planung und Vorbereitung einer Straftat, als wenn ich das Geld hätte unterschlagen wollen, ja? Das ist unglaublich. Eine Ergänzung vielleicht noch zu den ganzen Vorfällen, ominösen Vorfällen, ist parallel dazu, ist auch bekannt geworden, also vor Weihnachten noch, dass von einem PayPal-Konto auch man Überweisungen tätigen kann. Genau. Was Thomas Böhm, der damalige noch Geschäftsführer, in einer größeren Summe an die Schatzmeisterin Kizina überwiesen hat. Und dass wir dann mit dem PayPal-Konto auch was bezahlen können, das ist auch parallel bekannt geworden. Es wäre also aus dem Grund schon nicht nötig gewesen, ein Sonderkonto auf dem Namen von Günther einzurichten, was Michael Stürzenberger ihm oder uns angeraten hat. Zweitens ist auch noch bekannt gewesen, dass Michael Stürzenberger noch überschüssiges Geld hatte, man spricht von 6.000, aus den nicht verbrauchten Kundgebungsgeldern. Das kommt auch noch dazu, genau. Das heißt, er hätte von seinen 6.000 auch schon die 1.000 bezahlen können für die Autoversicherung. Das war beiden Leuten, Kizina und Stürzenberger, bekannt. Das heißt also, diese Frage von der vorherigen Vorstandssitzung, ein Sonderkonto einzurichten vom 14. Dezember, war eine Falle, die man dem Günther gestellt hat, um ihn zu diskreditieren. Dazu ist auch später bekannt geworden, aber erst gegen Weihnachten, dass Herr Wassmann schon in der Nacht
vom 3. auf 4. Dezember nach der Wahl von Günther versucht hat, Sand ins Getriebe des Bundesvorstands zu schmeißen, indem er darum gebeten hat, die Anwesenheitsliste der Mitglieder zu bekommen, um festzustellen, ob auch alle rechtmäßig abgestimmt haben. Er hat also nach Gründen gesucht, die den Beschluss vom 3. Dezember in Frage zu stellen. Das konnte aber schnell aus der Welt geschafft werden. Also er hat ständig versucht, alles andere ist erzählt worden. Und ja, das ist mir wichtig zu sagen, diese Fallenstellung, das ist uns im Dezember überhaupt nicht bewusst gewesen. Wir haben immer noch wohlwollend gedacht und das andere, ich glaube, Naumburg und Menden kommt bei dir. Ja, noch. Das kommt noch. Das kommt war, noch. Das war, da war es mir klar. Ja, ich bin dir echt dankbar, weil das war dreimal mies, ja? Also dreimal mies. Also erstens war es nicht nötig, weil sie genau in der Zeit 11.000 Euro an Kizina, an Ehepaar Kizina überwiesen haben. Zweitens war es nicht nötig, weil der noch über 6.000 Euro hatte von dem Geld, was gar nicht ausgegeben worden war. Und drittens war es nicht nötig, weil sie dann in der Vorstandssitzung, als ich gesagt habe, ich habe jetzt das Konto tatsächlich einrichten können, jetzt können wir das Geld retten und damit arbeiten. In der Sitzung haben sie gesagt, nee, wir können ja über PayPal, können wir ja über Geld verfügen. Das heißt, es gab drei Gründe, weswegen das überhaupt nicht nötig war, bis ich ein Konto einrichte, um das Geld von der Main-Tauber-Bank zu retten. Das war wirklich eine richtig Falle. Ja, das fällt mir echt schwer, das zu sagen. Also mir sind im Leben selten so miese Fallen gestellt worden. Ja. Also, ja. Also er geht also tatsächlich davon aus, dass es eine Falle war, ja. Ich auch von aus, mit dem Ziel, den neuen Vorsitzenden ja. direkt zu eindeutig. Ja, eindeutig. Zumal Herr Wassmann vor der Wahl von Günther nie ein datenschutzrechtlich abgesichertes Protokoll haben wollte. Zu Herrn Wassmann habe ich eine Frage. Der kam tatsächlich praktisch aus dem Nichts, ohne jemals irgendetwas geleistet zu haben. Das, was immer über Herrn Beuking hier erzählt wird und nicht wahrheitsgemäß. Der Herr Wassmann kam aus dem Nichts, wurde direkt nicht gewählt, sondern kooptiert als Landesvorsitzender Nord. Wer hat das veranlasst und mit welcher Begründung? Einfach nur, damit wir uns nicht verzetteln, aber ein kleiner Einschub. Das war was, ich habe das schon oft in Gesprächen gesagt, ne? Der Herr Stürzenberger hat zu mir gesagt, entweder kurz nach meiner Wahl oder vor meiner Wahl, vor meiner Wahl, in Gesprächen, ja, der Dirk Wassmann, und da müssen wir aufpassen, der ist ein ganz wichtiger, nee, das hat er mir hier gesagt, als ich den schon merkwürdig fand, genau. Nee, der ist ein ganz wichtiger, weil der macht die Arbeit da oben im Norden für uns. Und er sagt zu mir, als wenn er mich da ins Vertrauen ziehen wollte, da haben wir gar keinen Landesverband, da haben wir nur den Dirk, deswegen ist der so wichtig. Ja? Also ich schwöre Stein auf Bein, der Stürzenberger hat mir damals gesagt, wir haben da nur den Dirk Wassmann, den verkaufen wir zwar als Vorsitzenden, aber wir haben da überhaupt keinen Landesverband. Da gibt es keinen Landesverband. Deswegen haben wir ja, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, deswegen haben wir ja gesagt, bei dieser ominösen Forderung nach Mitgliederversammlung, wir wollen erstmal gucken, welche Landesverbände gibt es denn überhaupt, ja? Und arbeiten die denn überhaupt? Und haben da überhaupt Wahlen stattgefunden von Vorsitzenden? Oder gibt es noch mehr so Fälle wie Dirk Wassmann, der krafteigener Wassersuppe von Herrn Stürzenberger, der alleinvertretungsberechtigt dann auch mal Landesverbände erfindet? Aber das... nur eben dazu. Ganz kurz vielleicht noch zur Ergänzung. Günther Göcking kam nicht aus dem Nichts, was man immer in Mahnwachenvideos sehen kann. Das ist eine Unverschämtheit. Vor 4 Jahren wurde Günther Göcking Mitglied im Verein und hat sich sehr engagiert im Münsterland zu gewissen Phänomenen im Namen des Islams geäußert, wurde von der Antifa angegriffen und so weiter. Er hat das alles durchgestanden und das war auch Michael Stürzenberger bekannt. Und jetzt zu behaupten, er käme aus dem Nichts, ist eine Unverschämtheit. Und deswegen finde ich das auch sehr traurig, wie man in der Öffentlichkeit, wir haben nie zu der Methode der öffentlichen Videos, heute ist die erste Ausnahme PK gegriffen, wir haben immer nur Mitglieder intern informiert, in 2 Briefen, so viel ich weiß, 2 Briefen genau. Und wir haben das nie die Öffentlichkeit gesucht, bis heute. Die andere Seite schon und hat dann auch die Öffentlichkeit informiert, geframed, falsch gemacht. Er hat das gemacht, Herr Stürzenberger, was er in vielen Bereichen auch zu Recht den Medien und der Politik vorwirft, das Framen von Tatsachen, die nicht gewünscht sind. Er hat es gemacht zu eigenem Nutzen.
Und das finde ich alles sehr traurig. Also er ist nicht BPE, sondern er ist ein Teil von BPE. BPE gab es schon weiter vor ihm. Und deswegen bin ich ja sehr frustriert. Okay. Wie ging es dann weiter? Nach dieser bösen Falle und diesem schlimmen Pamphlet von diesem Dirk Wassmann war für mich klar, das werde ich nicht so in der Welt lassen, das kann ich auch nicht machen. Und dann habe ich ihn, wie gesagt, ganz lieb aufgefordert, das bitte zurückzunehmen, weil er auch Verständnis dafür haben müsste, dass ich das nicht so bestehen lassen dürfte, das Papier. Weil es könnte ja irgendjemand mal irgendwann aus dem Hut zaubern und dann sagen da schwarz auf weiß, der hat Straftaten vorbereitet. Ja, also ich konnte das Papier nicht in der Welt lassen, das geht nicht. Das hätte, glaube ich, keiner gemacht. Und ich habe ihn ganz lieb gebeten, das zurückzunehmen. Statt das zurückzunehmen, hat der Stürzenberger das dann auch noch sich angeeignet und ist auf den Zug aufgesprungen und hat das genau so gegen mich als Vorwurf öffentlich erhoben. Dann habe ich beiden eine strafbewährte Unterlassung schicken lassen vom Anwalt. Ich privat, nicht aus BPE-Mitteln, weil es war meine Privatsache in dem Moment. Und die haben sie natürlich nicht unterzeichnet. Da hätten sie auch noch zurückgekonnt. Das hätten sie nur unterzeichnen müssen, dass sie das nicht mehr behaupten, dass ich in dem Zusammenhang eine Straftat vorbereitet habe. Dann haben wir eine einstweilige Verfügung versucht. Da haben wir Schiffbruch erlitten gegen den Stürzenberger, dass er das nicht mehr sagen darf. Und auch Juristen machen Fehler. Da haben auch Juristen einen Fehler gemacht, weil die einstweilige Verfügung war so unglücklich formuliert. Da wurde praktisch beantragt, dass der nicht mehr behaupten darf, ich würde eine Straftat vorbereiten. Das kann man natürlich so nicht beantragen, weil das Gericht sagt zu Recht, wenn der Golking dann doch irgendwann mal eine Straftat vorbereitet, dürfte der Stürzenberger das ja dann nicht mehr sagen. Das ging nicht. Also der Antrag hätte lauten müssen, dass der nicht im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit im Vorstand in der Zeit von und in diesen Vorstandssitzungen behaupten darf, ich hätte eine Straftat versucht vorzubereiten. So wäre es richtig gewesen. Das ist einfach ein juristischer Fehler gewesen. Und wir haben dann gesagt, okay, dann verzichten wir darauf. Das ist jetzt schiefgelaufen. Wir verzichten darauf und machen das, was ich machen kann. Und das habe ich gemacht. Ich habe gegen beide in diesem Zusammenhang einen Strafantrag gestellt. Und ich weiß sicher, dass beide Strafverfahren geführt werden. Und in beiden Strafverfahren gegen Stürzenberger und Wassmann nur alleine deswegen Ermittlungen laufen. Das läuft. Weil das ist in diesem Land immer noch unter Strafe gestellt, jemandem eine Straftat zu unterstellen, die er nicht begangen hat. Weil das ist selber dann auch eine Straftat. Das darf man nicht. Und das haben die getan. Und da halte ich auch dran fest. Und dafür werden sie auch ein Urteil kassieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das dauert halt nur, aber da habe ich Geduld. Und das wird bestraft werden. Weil das ist noch ein bisschen auch Rechtsstaat in unserem Land. Und da ist es nun mal nicht erlaubt, Menschen einfach, die unbescholten sind, eine Straftat zu unterstellen, die sie gar nicht begangen haben. Das darf man nicht. Und das ist selber dann auch wieder eine strafbare Handlung. Gut. Das waren eigentlich die einzigen beiden rechtlichen Auseinandersetzungen, die ich privat geführt habe. Zu allem anderen hat man uns gezwungen. Ich versuche den Rest jetzt im Schnelldurchlauf zu erzählen, weil vieles davon auch schon bekannt ist. Ich habe mich gewundert, da muss ich noch mal einmal zurück ein bisschen. Ich bin schon mal beteiligt worden an dem BPE-Geschehen des Vorstandes, lange bevor ich überhaupt mich damit beschäftigt habe, zum Vorsitz zu kandidieren oder gefragt worden bin. Und zwar in der Frage Geschäftsführernachfolger. Da hatte sich der Vorstand an mich gewandt, weil sie wussten, ich bin ein ehemaliger Gewerkschaftsführer und ich habe Arbeits- und Sozialrecht studiert und ich habe mal Unternehmens- und Personalberatung gemacht. Und deswegen hatten sie mich einbezogen in der schwierigen Frage, wie könnte man denn eine Geschäftsführerstelle gestalten? Und dann habe ich gesagt, ich will das gerne machen, kostenlos für euch. Für mich war es immer klar, ich bin Mitglied der BPE, das ist, wenn, dann mache ich das ehrenamtlich. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, ich will das gerne machen, aber ich brauche ein bisschen mehr Input. Ich muss also wissen, was war da in der Vergangenheit, wie ist das verwaltungstechnisch und arbeitsvertraglich, wie ist das alles gemacht worden, gestaltet worden, in welchem Volumen, was für Arbeitsinhalte hat das ganze Ding. Und dann habe ich versucht, da ranzukommen. Das Einzige, was ich erfuhr, ist, dass der Vorstand im September letzten Jahres versucht hatte, an den Arbeitsvertrag wenigstens ranzukommen, nachdem ja im August klar war, der Geschäftsführer würde zum 31.12. aufhören. Und
Dann ist lange nichts passiert und dann haben Sie einen Arbeitsvertrag bekommen, den ich jetzt nicht dabei habe, aber das ist nicht viel mehr Text als so. Ja, also so vielleicht so ein Päckchen, ein bisschen mehr vielleicht so, das ist dann hier geschrieben, aber es ist so nicht mal eine halbe in der Vierseite. Da steht nicht viel drin. Damit war für mich nicht viel anzufangen. Von Dezember 2015. Ja, war dieser Vertrag. Und mehr gab es nicht. Das haben wir, können wir auch belegen. Ja? Das ist hier zugeschickt worden, wahrscheinlich von Herrn Stadtgewitz, weiß ich jetzt gar nicht, der war damals Vorsitzender. Den Vertrag gäbe es. Und dann habe ich gesagt, okay, damit kann ich jetzt echt nichts anfangen, weil es ist für mich gar kein Vertrag. Ja, dann gäbe es noch eine Auflistung, was der Herr Thomas Böhm da alles gemacht hat. Dann habe ich mir die angeguckt und habe gesagt, also tut mir echt leid, damit kann ich gar nichts anfangen. Also mit dem Arbeitsvertrag konnte ich nichts anfangen, das war kein Arbeitsvertrag. Ich weiß nicht, was das war. Und mit der Schilderung dessen, was er tut, kann ich auch nichts anfangen. Das ist für mich keine Geschäftsführerstelle. Wie soll ich da jetzt irgendwie eine Stellenbeschreibung machen oder eine Bewertung vornehmen oder euch einen Tipp geben, wie ihr das zukünftig gestalten könnt? Ich sage, das geht nicht. Ich muss mehr wissen. Ich hab immer noch keine Ahnung, was der überhaupt macht, dieser Mann. Ja? Und dann ist ein persönliches Gespräch zustande gekommen. Da hat man dann organisiert, dass dieser Herr Böhm mich anruft. Da hat er das getan. Und ich bin manchmal auch sehr direkt. Und dann habe ich ihm gesagt, weil er dann so irgendwie, ich hätte jetzt fast gesagt, so journalistisch, der ist ja auch Journalist, also sind alles Journalisten, dann hat er so ein bisschen journalistisch rumgefaselt, sage ich mal. Und dann habe ich ihm gesagt, also Herr Böhm, das tut mir furchtbar leid, aber ich muss Ihnen das so deutlich sagen. Das Papier, was Sie selber erstellt haben, dokumentiert keine ordnungsgemäße Geschäftsführertätigkeit. Und das ist mein Urteil und es ist so. Und da ist nicht annähernd vom Umfang, vom Volumen oder von der Beschreibung der Tätigkeiten her ersichtlich, dass da irgendwie eine Geschäftsführertätigkeit dahinter steht. Das ist für mich erstmal so fachlich bewertet ein bisschen mehr als gar nichts. Da war er sauer. Und da habe ich gesagt, da haben wir uns dann geduzt, haben uns aufs Du geeinigt und da habe ich gesagt, da kannst du jetzt ruhig sauer sein, weil ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Das ist so, wie es ist. Ich sage, alles, was ich vorliegen habe, versetzt mich nicht in der Lage, da irgendwie irgendjemanden zu beraten, wie man das gestalten kann, weil das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Und ich weiß nicht, was du da gemacht hast als Geschäftsführer, aber du kannst ja auch jetzt im Gespräch mir das nicht vermitteln. Ich sage, das bleibt für mich merkwürdig und ich werde da auch wahrscheinlich kein Urteil zu abgeben, wie man das zukünftig gestalten kann. Da hat mir dann beim späteren Gespräch, ich sollte ja dann auch mit dem ehemaligen Vorsitzenden telefonieren, als schon klar war, ich sollte da vielleicht für den Vorstand kandidieren, da habe ich dann mit dem Herrn Stadtgewitz telefoniert, da hat er mir gesagt, nach dem Telefonat mit mir hätte doch der Thomas Böhm so unvorstellbare Angst jetzt. Da habe ich mir da noch gar nichts bei gedacht, aber jetzt weiß ich, warum der da schon nach diesem Gespräch so unvorstellbare Angst hatte, weil der echt wahrscheinlich Dreck am Stecken hatte und befürchtete, dass ich da so gewissenhaft rangehe, dass das auffallen könnte, denke ich mir einfach. Das ist meine Interpretation, vielleicht war es nicht so, aber so denke ich mir das. Also da hat er mir auf jeden Fall gesagt, der Böhm hätte solche Angst vor mir. Und ich glaube, das war der Zeitraum, wo die beschlossen haben, jetzt haben wir denn zwar schon gehandelt als Vorsitzenden und der hat auch schon mit vielen telefoniert und wir haben das auch schon kundgetan, dann müssen wir den aber möglichst schnell nach der Wahl wieder loswerden. Ich kann mir nichts anderes erklären, als dass das so gelaufen ist, weil sie haben also wirklich schon, wie du vorhin geschildert hast, schon unmittelbar nach meiner Wahl angefangen, mich wieder wegkriegen zu wollen. Ja? Und das war nur, weil sie Angst vor Entlarvung, Angst vor Entdeckung, Angst vor Aufdeckung hatten. Und wir wissen ja heute, was die für Ängste vor Aufdeckung hatten und was da aufgedeckt werden konnte und was wir aufgedeckt haben. Ja, ja, zwei Fragen. Die erste Frage, wir sprechen ja bis von 50.000 Euro ungerechnet für das Jahr 22, was den Herrn Stürzenberger angeht. Frage, wann ist zum ersten Mal ein Verdacht oder eine Vermutung aufgekommen, dass etwas nicht ganz koscher ist? Zweite Frage, kann man auf die anderen zurückliegenden Jahre irgendwie schließen, dass das in ähnlicher Größenordnung auch passiert ist? Kann man, ja. Also die erste Frage, da komme ich jetzt direkt als nächstes zu, ja? Und zwar hatten wir die ersten Anhaltspunkte dafür, dass da was im Busch sein könnte, als das einfach nicht klappte. Ein Streitpunkt mit diesem Gespräch, was Streitpunkt, aber ein Gesprächsgegenstand bei diesem Gespräch mit dem Herrn Böhm war, wieso denn noch kein Nachfolger für ihn gefunden wurde. Da war es ja schon November, ja.
Und ja, er sagt schon, seit August hat er schon gesagt, es müsste ein Nachfolger gefunden werden. Und da habe ich ihm gesagt, ich sage, ja, aber du hast ja auch gar nichts dafür getan. Also jedenfalls liegt mir nichts vor. Du musst ja mal eine Stellenbeschreibung machen oder dich da mal bemühen, irgendwie dazu beizutragen oder so. Ich sage, du, ja, aber ich habe es doch gesagt. Ich sage, ja, sagen alleine reicht doch aber offensichtlich nicht. Jetzt haben wir November und du willst zum 31.12. aufhören. Ich sage, was habt ihr euch denn da alle dabei gedacht? Ich sage, du bist der Geschäftsführer. Du hättest dich doch da mit der Materie mal auseinandersetzen müssen oder irgendwie dich da mal mit befassen müssen. Ja? Und ja, das hat er mir dann auch übel genommen, dass ich gesagt habe, also wenn du als Geschäftsführer das für ausreichend hältst, wenn du im August mal gesagt hast, es müsste ein Nachfolger eingearbeitet werden, ja, und es müsste eine Übergabe stattfinden, aber selber nichts dazu getan hast. Ja, es gab ja keinen. Ich sage, lieber Thomas Böhm, eine Übergabe muss nicht persönlich stattfinden. Ja, wenn du geordnete Geschäftsunterlagen hast und eine schöne schriftliche Übergabe gefertigt hast, dann kann man da das jedem übergeben. Aber du hast gar nichts. Ich sage, also jedenfalls mir nichts bekannt. Keine geordnete Geschäftsführung und auch keine, auch nur annähernd brauchbare Übergabe, die du schon mal gefertigt hättest für einen potenziellen Nachfolger. Ich sage, wo nichts ist, da kann auch nichts sein. Ich sage, und dann lässt sich auch kein Nachfolger finden. Und das hat er mir auch sehr, sehr übel genommen. Ja. Und ja, dann habe ich mich gewundert, dass der Termin, weil er hatte ja auch die Geschäftsstelle gekündigt, ja, wir hatten ja angeblich da eine Geschäftsstelle bei ihm. Ich habe dann erstmal erfahren, dass es sein Privathaus ist. Dann habe ich gesagt, die würde ich aber gerne mal sehen. Wer war da schon mal? Keiner. Ihr wart da alle nicht? Nein, Stadtgewitz. Ja, dem habe ich dann telefoniert. Der Stadtgewitz war da. Der war da, tatsächlich, aber nicht in unserer Geschäftsstelle, sondern beim Böhm. Einmal im Jahr mindestens zu Besuch. Und was hat der da gemacht? Hat er den Jahresabschluss gefertigt. Da habe ich mir gedacht, ja super, nicht mal den Jahresabschluss hat der Herr Böhm gefertigt. Das hat offensichtlich der Herr Stadtgewitz gemacht. Der ist da extra immer angereist und hat es getan. Ja? Die Räumlichkeiten, ne? Die Räumlichkeiten haben wir alle überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wann wir den ersten, das ist Ihre erste Frage, wann wir den ersten Verdacht hatten. Es kam einfach kein Übergabetermin zustande. Ja? Wir haben gesagt, es muss ein Übergabetermin gemacht werden. Ne? Die Geschäftsstelle gibt es ja schon nicht mehr seit 31.12. Und da muss ja eigentlich vor dem 31.12. alles rausgeholt werden und alles übergeben werden. Aber es kam nicht zustande. Und egal, was wir beschlossen und was haben und was gesagt wurde, der hat keinen Termin mit den Leuten, die es abholen sollten, zustande gekriegt. Im Januar dann habe ich gesagt, ey, das geht so nicht. Wir haben diese Geschäftsstelle schon gar nicht mehr seit 31.12. Das nehme ich jetzt selber in die Hand. Dann habe ich dem Böhm ein Schreiben geschickt mit 3-4 Terminvorschlägen und habe ihm ganz klar an die Kandare genommen und habe gesagt, bitte um Bestätigung eines dieser Termine, wir werden alles abholen. Und hat mir eine ganz liebe E-Mail geschrieben. Ja, und das wäre ja so schön, dass wir endlich jetzt direkt Kontakt hätten in dieser Sache. Wunderbar, dachte ich. Und hat den Termin 13. Januar 9 Uhr bestätigt, schriftlich. Das haben wir. Ja? Und dann gab es endlich einen Termin. Und dann habe ich gesagt, ja, dann will ich aber jetzt auch richtig Nägel mit Köpfen machen, dann will ich selber mit dahin. Und dann sind nicht nur die wir beschlossen haben, die da hinfahren sollen, sondern haben wir beschlossen, dann fährt der Günther eben. Dann machen wir einen etwas größeren Bahnhof, ja, dann fahren wir eben mit Herrn Höhne-Pappberg und mit Herrn Hasse und mit Herrn Niroba und der Vorsitzende auch, dann fahren wir da mal alle hin. Dann können wir auch mal die Räume sehen, weil die Räume waren für uns ganz interessant geworden. Denn im Januar hat er plötzlich für diese Räume, da haben wir hier noch Belege im Handout, da komme ich nachher mal dazu, für diese Räume, für die er Miete und Bürokosten bekommen hat. Miete 500 Euro, Bürokosten 300 Euro. Was jetzt was ist, wusste er vielleicht selber nicht genau, aber wir haben die Belege hier dafür, also 800 Euro. Für einen angeblichen Raum, ich sage bewusst angeblichen Raum, weil den haben wir nie zu Gesicht bekommen und auch bei dem Abholtermin nicht. Und dann sollte also am 13. das alles abgeholt werden um 9 Uhr. Und das war fest vereinbart, schriftlich vereinbart und auch wer es abholt. Und dann sind wir da alle schön in Naumburg, war das ja. Und dann gehen hier die drei Herren nächtlich nochmal spazieren. Ich bin früh schlafen gegangen. Und dann sehen die unsere Unterlagen in einem privaten PKW mitten in der Stadt Naumburg stehen. Und dann gucken die hinten rein. Ja, eindeutig. Alles BPE-Unterlagen. Kommt man von außen so sehen. Und unser Server.
Und dann haben wir die nachts noch angeschrieben, ne, dass die ja uns nur Arbeit abnehmen wollten, dreimal, und dass sie sicherlich das einfach schon eingeladen hätten, damit wir um 9 Uhr nicht so viel Arbeit hätten, und das wäre ja auch toll und so, und dass wir hoffen, dass das so ist. Ne. Und dann haben sie nicht geantwortet. Dann ging, als ich dann wach wurde, habe ich ja von euch die Mitteilung bekommen, das war so um kurz nach 6 oder 6:30. Dann habe ich die angeschrieben, dass ich hoffe, dass das gleich problemlos alles übergeben wird, ne, und dass da nicht was anderes dahinter steckt, weil wir hätten den Termin vereinbart und gestern wäre noch Vorstandssitzung gewesen und da war davon nicht die Rede, dass das irgendwie anders läuft, sondern dass wir das um 9 Uhr abholen und das wäre also schriftlich vereinbart, im Vorstand vereinbart und ich würde mich darauf verlassen, dass das jetzt auch um 9 Uhr gleich passiert. Ja, dann waren wir pünktlich um 9 Uhr da. Und dann steht der Böhm in der Tür, hat die Tür auf. Ich sage jetzt mal überspitzt, hat links und rechts ein paar Sperrmüllmöbel stehen, alte Möbel, ein paar Teile nur. Kabel. Und sagt, Druck. Ja, irgendwas. Und sagt, ja, nee, da ist nichts da. Ich sage, wie ist nichts da? Ja, ist alles schon weg. Ich sage, das ist nie wahr. Ich sage, dann hole ich jetzt die Polizei. Ja, ist mir egal. Dann habe ich die Polizei geholt. Dann habe ich die Polizei geholt und habe der Polizei gesagt, hier sind Unterlagen entwendet worden, die wir heute laut Vorstandsbeschluss und schriftlicher Vereinbarung abholen sollten. Und ja, dann ist die Polizei gekommen. Und dann hat er uns nicht ins Haus gelassen, weil ich habe gesagt, er soll uns die Räume zeigen. Wir hätten ja schließlich Miete dafür gezahlt. Dann sagt er, nee, die habe ich ja zurücküberwiesen. Ich sage, wie, die Miete ist zurücküberwiesen? Da weiß ich ja noch gar nichts von. Ja, die habe ich zurücküberwiesen. Er hat also für 3 Monate Miete gekriegt, ne? weil wir nicht rechtzeitig gekündigt hätten. Wer ist denn wir? Er, der Geschäftsführer. Also er, der Geschäftsführer, hat seine eigenen Räume in seinem eigenen Haus leider nicht rechtzeitig gekündigt und kriegt deswegen noch für 3 Monate Miete. Das ist geil, oder? Das ist mal richtig geil. Und hat er gesagt, die hat er zurücküberwiesen. Die hat er zurücküberwiesen. Das ist ja gut. Wir wissen heute, kleiner Einschub, kommt gleich noch. Wir wissen heute, der hat sich danach, nachdem er das zurücküberwiesen hat, hat er sich, es fällt mir fast schwer, das zu sagen, 2.975 Euro auf sein Konto überwiesen, weil angeblich irgendwelche Sachen, die er früher gemacht hat, nicht vollständig bezahlt gewesen wären. Nachberechnung von Gehältern. Nachberechnung von Arbeit. Nachberechnung von Arbeit. Also einerseits überweist er die Miete, 3x 18, 2.400, überweist er zurück und sagt dann, sorry, ich mache die Geste ungerne, aber sagt dann im Grunde genommen, haha, und jetzt nehme ich mir 2.975 Euro für Arbeit, die ich geleistet hatte und die nicht bezahlt worden ist. Also er hat 2.400 zurücküberwiesen und sich 2.975 einverleibt. Das ist mal richtig gut. Und mit der Begründung wollte er uns nicht in die Räume lassen, weil der hätte ja die Miete zurücküberwiesen, das wären nicht mehr unsere Räume. Dann sage ich zur Polizei, ich sage, seit wann endet denn ein Mietverhältnis durch Zurücküberweisung der Miete? Das wäre mir ganz neu. Also es könnte ja jeder seine Miete, die er bekommen hat von seinen Mietern, zurücküberweisen an die Mieter, aber deswegen wäre ja nicht das Mietverhältnis beendet, ja? Und deswegen wären wir noch Mieter. Ja, die Polizei wollte einen Kompromiss und dann würde er der Polizei die Räume zeigen. Uns hat er nicht reingelassen. Dann ist ein Polizist mit hoch und kam dann runter und hat gesagt, ja, er hat mir ganz oben im Haus einen etwa 9 Quadratmeter großen, das hat er auch hinterher so protokolliert, leeren Raum gezeigt. Angeblich schon weitervermietet war. Genau, deswegen konnten wir, angeblich ist er ja schon weitervermietet gewesen. Wie hoch war die Miete für die 9 Quadratmeter? 800. 500 Miete und 300 Bürokosten. 800. Waren anfangs 350 Euro zu Beginn. 800. 800 für einen 9 Quadratmeter Raum, der leer war, obwohl er angeblich schon längst wieder vermietet sei. Und den er dann der Polizei gezeigt hat, und die Polizei hat das auch so protokolliert, dass ein etwa 9 Quadratmeter leerer Raum, kleiner Raum oben im Haus gezeigt worden ist. Wir wussten aufgrund dessen, dass uns die Unterlagen entzogen wurden, dass es diesen Raum offensichtlich nie gegeben hatte, da wussten wir, da ist was im Busch. Dafür muss man ja Gründe haben, sowas zu machen. Und dann hat der Polizist uns einen guten Rat gegeben. Er hat gesagt, wenn Sie wissen, wo die hinfahren damit, fahren Sie hinterher. Ich mache ein Amtshilfeersuchen und dann können Sie die vielleicht vor Ort noch sicherstellen. Und wir haben gesagt, ja, wir wissen, wo die hinfahren. Die fahren nach Menden im Sauerland, da wohnt die.
Ja, dann fahren sie nach Menden und ich mache ein Amtshilfeersuchen an die Polizei in Menden und dann kriegen sie das alles. Ich sage, gut, dann machen wir jetzt so. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind losgefahren. Wir wussten ja nicht, wann die gefahren waren, ja. Also wir wussten nur, dass wir die ja zu nächtlicher Stunde zwischen 23 Uhr, glaube ich, irgendwann... Zwischen 21 Uhr und 12 Uhr. Ja, irgendwann in der Zeit haben wir die da gesehen, aber wir wussten ja nicht, wann die nun gestartet sind, ne? Und dann sind wir aufs Geradewohl hinterhergefahren. Dann hat man, das zeigt die kriminelle Energie, das ist einfach so. Dann hat man versucht, uns zu täuschen und hat dem Uli Niroba Mitteilungen geschickt per SMS, die Kizina, hat E-Mails verfasst und hat den Eindruck erweckt, die Unterlagen und der Server wären auf dem Weg zu Willi Schwendt. Nach Wertheim. Nach Wertheim. Und dann haben wir uns im Auto unterhalten und ihr drei könnt das bestätigen. Ich war der Meinung, dass das eine Ablenkung ist. Ich habe das sofort durchschaut. Ich sage, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass diese alte Frau Kizina jetzt nach Süddeutschland fährt so viele Stunden, um das zum Willi Schwendt zu bringen. Ich sage, das ist, sorry den Ausdruck, aber das ist Verarschung. Das machen die nicht. Ja, was machen die denn? Was meinst du denn? Ich sage, was ich meine? Die fahren nach Menden zu Kizina nach Hause. Und da sind wir hinterhergefahren. Und da sind wir hinterhergefahren. Und ja, wie der Zufall das dann so will, ne? Kommen wir gleichzeitig in Menden mit denen an. Also die vor uns steigen geradeaus, die ganzen Sachen noch hinten im Auto drin, wir fahren hinten dran und ich rufe sofort, hier, halt, bleiben Sie mal hier, wir möchten Sie mal dazu anhören, was ist denn hier gelaufen, wir holen jetzt die Polizei kommt gleich, sind sie quasi ins Haus geflohen. Da waren sie weg. Und dann kam auch die Polizei. Und dann haben wir sehr lange gebraucht, weil das Amtshilfeersuchen leider etwas spät kam. Bis dahin mussten wir viel diskutieren. Die Polizei hat versucht, die Anhörung dann im Haus von ihr für uns durchzuführen, weil wir der Polizei gesagt haben, wenn sie sie dazu anhören und sie das schaffen, ihr zu sagen, und da stehen wir dazu, wenn sie alles rausgibt und wir das jetzt alles bekommen, verzichten wir auf jegliche rechtliche Schritte oder Maßnahmen. Ja? Dann ist alles gut. Ja, und dann kam die Polizei nach ziemlich langer Zeit wieder raus aus dem Haus und hat gesagt, anfangs hätte sie das wohl gewollt und dann hätte sie mit jemandem telefoniert und dann hätte sie alles wieder rückgängig gemacht und hätte gesagt, es bleibt dabei, sie gibt das nicht raus. Gut, und dann haben wir das polizeilich sicherstellen lassen als unser Eigentum. Und das Amtshilfeersuchen der Polizei von Naumburg kam dann auch rechtzeitig und dann hat die Polizei das alles in Gewahrsam genommen und nicht Frau Kizina. Und da brüstet sie sich jetzt mit dem Urteil, ja, dass sie berechtigt gewesen wäre, das bei der Polizei eben die Herausgabe zu verlangen. Ne? Und so ist das gekommen, dass das alles in der Asservatenkammer der Polizei in Iserlohn gelandet ist. Und ja, der Herr war gerade draußen, nur kleiner Nachtrag, also wir sind dann nach Menden gefahren und haben die quasi auf frischer Tat ertappt in Menden. Die kamen gleichzeitig mit uns dort an und da waren alle Unterlagen noch in ihrem Auto. Dann sind sie ins Haus geflohen und den Rest habe ich gerade schon erzählt. Und dann nahm dann alles so seinen Lauf. Wir haben dann daran gearbeitet. Sie hat also mehrfach versucht, das da wegzuholen bei der Polizei, hat es aber nicht gekriegt. Und ich habe einmal versucht, es da wegzuholen und habe es gekriegt. Und wir haben das auch mit den entsprechenden gerichtlichen Maßnahmen begleitet und haben auch Gerichtsbeschlüsse gehabt und haben das dann in unsere Obhut genommen alles. Ja, und das ist das Urteil, was sie jetzt im Nachhinein hat, dass sie eben berechtigt gewesen wäre, das dort abzuholen. Aber da kann sie jetzt sich nichts für kaufen, weil wir haben das jetzt alles, ja. Jetzt nochmal auf den zweiten Teil meiner Frage. Kann man in welcher Form diese Machenschaften hochrechnen auf die weiter zurückliegenden Jahre? Das fällt mir jetzt echt schwer, da was zu sagen. Ganz kurz, kann ich was dazu sagen? Wir haben keine Unterlagen von den Jahren 2012 bis 2016. Die hält jemand unter Verschluss. Also und zwar der damalige Geschäftsführer Conny Axelmeier. Willi Schwendt und René Stadtgewitz sind dafür verantwortlich. Ja, die halten sie unter Verschluss. Die darf offensichtlich niemand sehen. Und wir wussten, was, wenn jemand so bemüht ist, uns das vorzuenthalten, das muss irgendwas sein, was brisant ist. Das war uns völlig klar, ja. Aber dass es so schlimm ist, was wir dann zu sehen bekommen haben und was wir dann zu prüfen bekommen haben, da wird der Uli nachher noch was zu sagen, ne? Das haben wir nicht gewusst. Also das haben wir echt nicht gewusst. Und
Ja, was danach abging, war eine Fülle von Gerichtsverfahren und Anträgen. Und es gab ja dann noch dieses Intermezzo, dass der Vorstand an dem einen Abend beschließt, und das vielleicht erstmal als letztes so von meiner Seite aus, dass der Vorstand an einem Abend, ich glaube im Januar war es noch, beschließt, keine außerordentliche. Es gibt keine außerordentliche Mitgliederversammlung, nachdem die Anträge der Landesverbände gewissenhaft geprüft worden waren und wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, weil wir im Mai sowieso eine haben, eine Mitgliederversammlung, und weil wir auch bis dahin sicherlich brauchen werden, um das meiste aufzuklären, weil das dauert einfach. Ja? Deswegen macht es vorher keinen Sinn. Außerdem sind die Anträge zweifelhaft, weil einige Landesverbände gibt es gar nicht und die Landesverbände hatten die Auskunft verweigert, wie sie überhaupt zu diesen Anträgen gekommen sind. Ob es da ein Votum gab, ob es da Mitgliederversammlungen gab, das ist uns verweigert worden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann werden wir jetzt auch sagen, wir werden den Anträgen insofern nachkommen, als dass wir sagen, im Mai ist ja eine Mitgliederversammlung und die Zeit bis dahin werden wir auch brauchen. Und wir werden aber davor keine Mitgliederversammlung machen und wir werden das nicht Mitglieder öffentlich austragen. Klarer Vorstandsbeschluss. Bei der Sitzung war Michael Stürzenberger noch anwesend. Am nächsten Morgen verfasst er seine Einladung, verschickt er seine Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung. Das muss man sich mal vorstellen. Der nimmt an dem Beschluss des Vorstandes teil, dass wir keine machen wollen und dass wir es nicht Mitglieder öffentlich austragen wollen und verschickt gleich am nächsten Morgen an alle unsere Mitglieder die Einladung Kraft eigener Wassersuppe gegen den Willen des gesamten Vorstandes, wo er noch Vorstandsmitglied war, zu dieser Mitgliederversammlung. Und da sage ich einfach, wir sind ja keine Pappheinis oder Witzfiguren da im Vorstand. Wenn wir was beschließen, dann sollte man sich auch an die Beschlüsse halten und dann dulden wir nicht, dass da einer sagt, haha, ich bin aber alleinvertretungsberechtigt und das ist mir jetzt egal, was der Vorstand beschließt, ich mache, was ich will. Und deswegen haben wir die Mitgliederversammlung verhindert, weil das durfte einfach nicht sein, dass der gegen den Willen des Vorstandes einfach macht, was er will. Und da kann das Gericht auch im Nachhinein feststellen, dass er aufgrund des Alleinvertretungsrechts dazu berechtigt gewesen wäre. Ich wage das zu bezweifeln, dass das einer Überprüfung standhalten würde, dieses Urteil, denn eine Alleinvertretungsbefugnis kann niemals über den Beschluss des Vorstandes gehen. Ja? Also dann bräuchten wir keinen Vorstand. Und dann könnte ja auch jedes andere Vorstandsmitglied ebenfalls mit der gleichen Alleinvertretungsbefugnis das wieder rückgängig machen. Wäre ja dann genauso rechtskräftig. Also da irrt das Gericht, das erkennende Gericht. So kann diese Vertretungsbefugnis nicht interpretiert werden. Wie sie interpretiert werden kann, will ich jetzt nicht ausführen. Das würde zu lange dauern. Aber sicherlich nicht so, weil das liegt auf der Hand. Dann bräuchten wir gar keinen Vorstand. Dann bräuchten wir keinen Vorstand. Dann brauchen wir auch keine Vorstandssitzung und auch keine Beschlüsse. Dann könnte jeder machen, was er will. Kann man aber nicht, weil ein Verein ist die demokratischste Unternehmensform, die das deutsche Recht kennt. Und da haben Alleinherrscher, die sich auch als solche fühlen, einfach das falsche Betätigungsfeld. Und da ist der Herr Stürzenberger einfach fehl am Platze, wenn er das so sieht. Das ist nicht so. Und da wird er auf kurz oder lang auch sicherlich nicht weiter mit durchkommen. Aber diese Mitgliederversammlung mussten wir verhindern und wir werden auch zukünftig verhindern, dass Herr Stürzenberger macht, was er will. Und damit endet auch erstmal meine persönliche Erklärung. Wir werden, und das, da sind wir fest entschlossen, alle, auch unsere Gäste, wir schmeißen ihn raus aus der BPE, aber sowas von, ja, und er ist auch schon raus und der wird auch nicht wieder reinkommen. Und ob der jemals, weil das Angebot hat es von uns auch gegeben, und zwar ganz oft, dass er auch als Nichtmitglied, weil dann wäre es abrechnungstechnisch auch viel leichter für uns als Journalist tätig sein kann im Rahmen der Kundgebung oder im Rahmen der Islamaufklärung. Das hat er alles ausgeschlagen, das hat er alles nicht gewollt und er zieht in den Krieg, um seine BPE, um seine, er nennt es ja immer, seine schöne BPE. Ich finde, das Video heute, was er gemacht hat, ist eine Offenbarung, kann ich nur empfehlen, sich das anzusehen. Da weiß man, worum es ihm geht. Das ist sein angekratztes Ego und das ist sein Selbstverständnis. Das passt aber nicht in eine demokratische Struktur, wie unser Verein die nun mal ist. Und da passt er einfach mit seinem Selbstverständnis gar nicht rein. Ja. Stefan Otto, der Name ist bekannt. Ja, kenne ich, mehrfach telefoniert. Stehe ich in regelmäßigen Kontakt.
und ich, wir waren eigentlich gewillt, auch nach Würzburg zu fahren, aber mit dem festen Vorsatz, ich hatte schon eine Bahnkarte, Stefan Otto hatte schon ein Hotel gebucht, auch bezahlt, alles schon gelaufen, mit dem festen Vorsatz, dort Brücken zu bauen und genauso einen Vorschlag zum Beispiel zu unterbreiten, wie nach dem 30-jährigen Krieg. Wir vergessen, was vorher war, Schwamm drüber, aber es muss ab jetzt anders laufen und wir reichen uns die Hand und im Sinne der großen gemeinsamen Sache ziehen wir wieder an einem Strick und zwar an einem Ende und nicht an verschiedenen Enden. Und diesen Vorsatz haben wir gehabt, ein bisschen blauäugig vielleicht. Ne? Wenn ich höre, was jetzt hier alles an Vorschlägen gekommen ist, um Michael Stürzenberger wieder ins Körbchen zu bekommen, um es mal so zu sagen, ins Osterkörbchen, dann wäre das auch wahrscheinlich vergebliche Liebesmühe gewesen. Ja, bei diesem Krimi Naumburg-Menden mit der Verfolgungsjagd unseres Servers und unserer Unterlagen, ja. Da haben wir auf der Fahrt diskutiert, das ist ja nun eine ganze Strecke von da nach da, haben wir auf der Fahrt diskutiert, ich sage, lass uns mal bitte richtig gemeinsam überlegen, wie viele Angebote zur gütlichen Einigung bis zu dem Tag schon erfolgt waren. Das waren da 8. 8. Heute sind wir mit den 6 bei deutlich über 20. Ja? Also die 6, wo er 6-mal gesagt hat, er kommt und will sich gütlich einigen und dann ist er nicht gekommen, dann wird er doch gekommen, dann ist er wieder nicht gekommen, dann wollte er wieder doch kommen und dann tat es ihm alles ganz leid und dann wollte er wieder doch kommen und dann war er wieder krank und dann wollte er wieder nicht kommen. Die 6 dazugerechnet sind wir bei deutlich über 20 Angebote zur gütlichen Einigung. Der Herr Stadtgewitz ist nicht umsonst, weil der weiß auch, dass er beteiligt ist. Da kommen wir dann auf die Jahre, wo ich gleich als Abschluss noch was zu sage. Der hat nicht umsonst die weite Fahrt von Berlin ins Hotel Weißenburg nach Billerbeck gemacht, weil da hatte ich einen Konferenzraum angemietet. Und da haben wir 3 Stunden lang mit Claudia Ludwig, das kann sie gleich selber erzählen, verhandelt. Und das hat er nicht auf sich genommen, wenn er nicht wüsste, was auf dem Spiel steht. Und der hat eigentlich für den Stürzenberger auch verhandelt und wollte dann auch dem Stürzenberger dann unsere Einigung, die wir da schon erzielt hatten, wollte er dem Stürzenberger vermitteln. Das ist dann so weit gekommen, dass ich erzähle das nur im Schnelldurchgang, dass unser Entwurf zurückgewiesen wurde, dass dann ein Gegenentwurf kam, dass er dann den Anwalt gewechselt hat, ja, dann hat er es nicht mehr seinen Anwalt gemacht, der nämlich auch sich einigen wollte, dann hat er diesen super Anwalt Markus Heinz ins Spiel geholt, ne? Und dann gab es wieder einen Entwurf und dann gab es letzten Endes einen Entwurf von denen und den habe ich gesagt, unser Anwalt hat gedacht, der hört nicht richtig, habe ich gesagt, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt unterzeichnen wir den. Jetzt sagen wir, wir sind einverstanden. Wie jetzt? Mit deren Entwurf? Ich sage, ja. Ich sage, ich will es jetzt wissen, ob die sich wirklich einigen wollen. Wir sagen jetzt, wir sind mit eurem Entwurf einverstanden. Wir unterschreiben den. Sie sollen den unterschrieben schicken. Haben sich geweigert, ihren eigenen Entwurf zu unterschreiben. Sie haben sich geweigert, ihren eigenen Entwurf zu unterschreiben. Spätestens da wusste ich, und das habe ich auch zu Claudia immer gesagt, ja, der kommt nicht. Ich wusste es beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal, beim vierten Mal, beim fünften Mal und beim sechsten Mal. Ich war mir sicher, der kommt nicht, weil er will sich gar nicht einigen. Der macht nur Show und spielt auf Zeit. Er manipuliert die Menschen. Er ist der Wahrheit nicht verpflichtet. Er ist in sich selbst verliebt ohne Ende. Und er kennt nur sich und was er will. Und alles andere interessiert ihn nicht. Und er ist alles andere als ein Demokrat. Soweit erstmal. Ich weiß gar nicht, was als nächster Punkt kommt, weil wir kommen ja auf einiges nochmal zurück. Ne? Uli. Jetzt kommt Uli. Ja, Uli, bitte vorab, ne? Dein Eindruck, dein persönlicher Eindruck, nicht, weil ich weiß, du bist sehr gewissenhaft, nicht die ganze Kassenprüfung, aber dein persönlicher... Ja, komm ruhig nach vorne. Dein persönlicher Eindruck, der ist mir wichtig, weil du warst so oft bei uns im Haus. Du hast so viele, weil diese neue Geschäftsstelle ist bei uns im Haus. Nur mal als Beispiel, ne, das spielen wir mit offenen Karten. Ne. Bei uns, ne, das kann er ja gleich mal sagen, haben wir ein richtiges Büro, ein komplett eingerichtetes Büro mit aller Technik, die man braucht. Ja, alles. Und ich bekomme auch was dafür. Und zwar bekomme ich was für die Benutzung meines Glasfaser-Internets. Ich bekomme was für die Benutzung meiner Telefonkapazitäten. Ich bekomme was
für die Nutzung des Raumes und der Möbel, ich bekomme was für die Nutzung der Heizung, ich bekomme was für den verbrauchten Strom und für die verbrauchte Energie und ja, und das bekomme ich alles pauschal mit 100 Euro im Monat bezahlt. Und ich finde, das ist okay. Aber für einen richtigen Büroraum, den es auch gibt, ja, und nicht 800 Euro für einen 9 Quadratmeter Raum, den es offensichtlich gar nicht gibt. Okay, in dem Büro warst du oft? Hast das geprüft, was wir vorgeprüft haben, also sowas auch abgesprochen? Wir machen die Vorprüfung, weil er kann ja nicht da ins Blaue reinkommen und prüfen. Wir machen die Vorprüfung und stellen schon mal das zusammen, von dem wir sagen, das finden wir auffällig, das finden wir bemerkenswert, da haben wir Fragen. Das haben wir schon mal rauskopiert, aber wir haben die Unterlagen nicht angefasst. Die standen ihm im Original zur Verfügung bis heute. Wir haben nur was rauskopiert und dann konnte er aufgrund dessen, was wir vorgeprüft haben, konnte er prüfen. Und das hat er getan. Jetzt so, also ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin eben habe das Kind wie eine Jungfrau bekommen. Es hat sich ja damals bei der Hauptversammlung hier keiner zur Kasseprüfung gemeldet. Nach langem Hin und Her habe ich mich dann bereit erklärt, das zu machen. Als hätte ich da auch schon eine böse Ahnung, kann ich gleich noch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Und mit der Barbara, ich komme jetzt nicht auf den Nachnamen. Gerloff, genau. Mit der war ich auch im Dezember im regen Kontakt. Und ich dachte noch im Dezember, da war das alles dann noch nicht so abzusehen. Und ich bin ja auch nicht im Vorstand, ich kriege dann auch nicht die Details mit. Das war ja auch alles ziemlich unausgegoren noch. Nur man munkelte und mit Frau Kizina war ich da an für sich, man kann das jetzt noch nennen, in einem freundschaftlichen Verhältnis. Wir haben uns rege ausgetauscht und da kamen ja schon die ersten Bedenken, dass es war eben angesagt, dass wir die von Thomas Böhner eine Übergabe machen. Und da hatte ich dann auch der Frau Kizina ihres Amtes damals Bundesschatzmeisterin, dass ich als Kassenprüfer, ob sie was dagegen hätte, ob ich vier Augen sehen mehr als zwei oder vier Augen beziehungsweise sechs Augen dann. Und da hatte sie anfangs gesagt, nee, wenn du, ich alleine käme, hätte sie nichts dagegen. Nur das wandelte dann auch, ihre Meinung änderte sich dann auch, nachdem sie erfahren hat, dass vielleicht noch der Michael hier mitkäme. Und meinte, das würde sie nervös machen. Da habe ich gefragt sie, was macht sie, warum ist sie nervös? Wir hindern sie doch nicht an der Arbeit und es kann doch nur dem Verein sozusagen ja, beflügeln, wenn eben wir irgendwelche Missstände, wenn falls sie sein sollten, aufdecken können. So. Soweit, so gut oder auch nicht. Und da im Dezember war ich auch im regen Austausch noch mit unserer anderen Katzenprüferin, Barbara Gerloff, und die spielte mir dann auch zu, wie sie da rangehen würde, hat mir noch gemeldet eine sogenannte Excel-Matrix, die fand ich auch sehr gut, habe sie noch gelobt, ich habe da noch so ein Detail, weil es dann nur um Ausgaben ging, dann habe ich noch da eingeworfen, ja, man könnte noch spezifizieren da bei Spenden, die Einnahmen müsste man noch spezifizieren. Soweit, so gut erstmal. Und an für sich hatte ich dann gedacht, irgendwann doch mit Frau Kizina da beim Thomas Böhme zu erscheinen. Nur das eskalierte dann ja so derart im Januar, Anfang Januar. Ich unterrichtete dann auch die Barbara davon und die fand das dann auch sehr merkwürdig, dass Frau Kizina dann nur alleine fahren wollte. Und ja, bis zu dem besagten Tag dann. In Naumburg. Und da komischerweise einen Tag, zwei Tage später, nachdem ich der Barbara davon erzählte, was da abgegangen ist, trat sie dann als Kassenwartin zurück. Die Sache war jetzt so brenzlig wohl geworden. Und dann, Als Kassenprüferin. Und da habe ich dann auch mit mir ein bisschen gezaudert, aber dann habe ich gesagt, okay, ich habe das Amt angenommen und egal, was jetzt rauskommt, da muss er durch und ich werde dann es gewissenhaft überprüfen. Also wenn ich so ein Amt annehme, das habe ich übrigens auch dem Herrn Michael Stürzenberger gesagt, und jetzt komme ich zu dieser Anekdote, die ich vorhin schon erwähnte,
bei diesem Jahreshauptversammlung saßen wir auf dem Sofa und ich hatte ihm dann so ganz beiläufig gesagt, das war mehr als Gag. Er müsste sich schon darauf einstellen, dass ich gewissenhaft prüfe, als wird er nicht irgendwie sowas durchgehen lassen. Das heißt nicht, dass ich jetzt wegen eines Bonbons da einen Terz mache oder auch, wie unser Vorsitzender Herr Gorkin gesagt hat, dass ich da in der Vergangenheit rumwühle. Nur aktuell, das Aktuelle würde ich schon gewissenhaft prüfen. Und das war an für sich wirklich eher ein Gag. Nur die Reaktion, die war im Nachhinein jetzt verräterisch für mich jetzt geworden. Dergestalt, dass er da fast explodiert ist, hat mich fast angeblafft und hat gesagt, was stelle ich mir da vor, er ist doch ein ganz solider Verein, da stimmt alles hundertprozentig, da müssen wir überhaupt keine Sorgen machen, etc. pp. Und gut, da zu dem Zeitpunkt habe ich mich nur gewundert über seine Reaktion, aber letzten Endes macht das jetzt auch Sinn, weil das bin ich jetzt mal tagesaktuell oder wochenaktuell. Ich habe dann bei Herrn Geuking die schon vorgearbeiteten Belege und auch das Programm, aber alles im Original, ist also nichts verändert worden. Darum ist der erste Eindruck von mir auch, wenn ich jetzt eine Schulnote geben sollte, eine 4, wenn überhaupt, ziemlich ungeordnet. Also da machen manche die privat Immobilien vermieten, eine bessere Buchführung. Also da waren Zettel noch und nöcher, kurz mal mit einer Büroklammer. Es fehlen auch etliche Belege zu diesen Überweisungen. Und wie gesagt, erster Eindruck war eine glatte 4, wenn nicht sogar noch darunter. Und ich ahnte schon, was da auf mich zukommt. Und ich habe da wirklich mit Schrecken etliche Dinge halt feststellen müssen. Ich will mich jetzt dazu äußern und ich kann mich jetzt momentan auch noch zu äußern, ich bin auch noch nicht fertig. Nur es geht eben um ein paar Hauptpersonen in dem ganzen bösen Spiel. Das ist einmal Frau Kizina, das ist eben Stürzenberg, das ist Thomas Böhme und Und Peci. Die Unterlagen wurden separiert und wurden mir vorgelegt und die hatte ich dann auch gewissenhaft und für einige Leute vielleicht zu lange geprüft. Ich fiel in unserem Vorsitzenden fast schon auf den Keks, nur ich denke mal, bei so einer Sache kann man lieber 3-4 Mal gucken. Ich kann ja auch Fehler machen, ich bin ja auch nicht fehlerfrei und will mich dann auch, möchte dann auch gewissen mit vollem mit vollem Wissen und auch mit einem vollen Gewissen Arbeit liefern. Mir ist dann aufgefallen, insbesondere bei Herrn Stürzenberg, um welche Summe sich da dreht. Also das wusste ich bis dato auch nicht. Ich habe schon gedacht, irgendwie dass natürlich Auslagen ersetzt werden, ob das jetzt Spritkosten sind, ob das jetzt Papier ist, Büromaterial, meinetwegen auch Strom, etc. pp. Aber dass er da sozusagen eine Art Scheinselbstständigkeit am Tag legt mit seinen Honoraren und mit seinen Videoclips. Der Vorsitzende, der Günther, hat das ja schon erwähnt, welche Summen das sind. Das hat mir dann schon die Sprache verschlagen. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Formal gesehen waren diese Belege in Anführungszeichen in Ordnung. Das heißt, er hat dann gewisse Rechnungen eingereicht, sich selber das sozusagen quittiert, was er geleistet hat, die dann auch vom Konto auf sein Konto überwiesen worden sind, vom BPE-Konto. Es gab ja auch zwei Konten, einmal ein Konto für die Ausgaben und einmal ein Spendenkonto. Worauf ich jetzt hinaus will, ist an für sich, hatte ich auch nur genauer geprüft, diese Ausgabenkonto. Und da wurden das wirklich, was der Günther hier in den Raum warf, das ist voll bestätigt worden. Also ging wirklich um ganz große Summen und vor allem dann im August Vorauszahlung. Man gibt sich irgendwelche Gelder und ich möchte mal raten, dass das einfach ein
ganz normales Privatkonto von Herrn Stürzenberg war, das er bestimmt nicht irgendwie als BPE geführt hat, weil da möchte ich ganz gern im Nachhinein auch wissen, welches genaue Konto das von ihm geführte ist. Ob das eben, wie unser Günther hier, der ja da zu Unrecht da beschuldigt worden ist, ein extra BPE-Konto errichten wollte, also getrennt von jeglichen privaten Haushaltskonten etc. pp. Oder ob das, wie hier beim Stürzenberg, was ich eher die Vermutung habe, dass er das schön vermengt hat, dass das einfach irgendwo in sein Privatkonto reingeflossen ist. Das geht natürlich nicht. Und diesen Vorwurf muss er sich dann zumindest auch gefallen lassen. Und da sind Gelder richtig geflossen. Ja. 5 bzw. insgesamt fast 6-stellige Summe. Also und selbst wenn man, dann kommen natürlich noch ein paar Details hinzu, indem ich dann auch bemerkte, das hat aber der Günther auch schon gesagt, bei dieser sogenannten Nachlese, bei diesen Lokalitätsaufsuchen, da sind auch Leute von der Quantität her, ist unglaublich, 30, 40 Leute manchmal, Rechnung von 1.000 Euro zuweilen. Also im Schnitt bestimmt 300-400 Euro, und das genügt dann noch nicht mal, wenn eben, da waren Belege davon, von diesen Lokalitäten, aber die waren nicht so, die genügen nicht sozusagen auch einer einfachen AO, also der Abgabenordnung vom Finanzamt, weil er hat da nur ein paar Namen aufgeschrieben, also wenn, dann hätte er alle Namen aufschreiben müssen, die daran teilnahmen. Und auch den Grund richtig. Also das war einfach da hingekrickelt irgendwas, sag ich. Und bei ein, zwei kann ich mir auch noch jetzt, obwohl ich das jetzt nicht im Original vor, aber aus dem Gedächtnis, da waren auch zwei Lokalitäten, da fehlten sämtliche Belege, beziehungsweise auf einem, das waren einfach nur eine Rechnung von Lokal von 200-300 Euro ohne irgendwas. Also auch in niedersten Ansprüchen hat das nicht genügt. So. Dann zu Petri ist zu sagen, der hat dann auch im August eine Vorauszahlung bekommen. Der Witz ist, dass er da deklariert hat für zukünftige Kundgebung. Da kann man sich ja fragen, ob er da selbsternannter Prophet ist. Wie kann ich wissen, ob ich da vielleicht nicht mal krank bin, ein Unfall oder sonst wie? Und dann auch, denke ich mal, wird das auf ein Konto geflossen sein, was bestimmt nicht als reines BPE-Konto bei ihm geführt wird. Das muss uns dann auch erstmal beweisen. Die Schwierigkeit, dass er das eben so eine Gestaltung hat, wie der Günther ausgeführt hat, wird natürlich schwer werden, da die Gelder jemals herauszufischen. Und die Frau Kezina ist ganz pikant deshalb. Das ist ja die dritte da im Bunde, die ich da geprüft habe. Die hat wohl leicht das BPE-Konto in Haushaltskonto verwechselt, weil da sind da so Gags drin, wie ihr Mann geht da mal kurz zum Optiker und holt sich eine Brille, oder sie wird von einer Mücke gestochen und holt sich da kurz mal, was war das, Tierabwehrspray für 13 Euro, glaube ich, war das. Also da sind verschiedene, sag ich mal, ich meine das wirklich, jetzt ist traurige Gags dabei, aber da merkt man eben die Skrupellosigkeit, wie da einfach mit Geldern vom BPE gehandelt wird. Ne? Nach dem Motto, ich bin Schatzmeisterin, also kann ich ja mal meinen Haushalt ein bisschen da aufbessern. Ja, und jetzt die dritte, achso, und dann kommen wir jetzt zu Herrn Thomas Böhme, den Ex-Geschäftsführer. Da gibt es auch so ein paar nette Geschichten, das ist ja hier schon erwähnt worden. Die Mieten und Büro, da weiß man gar nicht, was für was ist. Vor allen Dingen dann auch bei einigen Überweisungen steht dann laut Kontoauszug ein anderer Aufgabenbezug. Ja, einmal ist das eine reine Bürotätigkeit, einmal ist das eher so eine Schatzmeistertätigkeit. Also da wird irgendwann die Funktionalität gewechselt für das gleiche Gehalt, also ganz suspekt. Und dann auch, was den Punkt der Scheinselbstständigkeit angeht, auf einmal hätte er für 4 Jahre Urlaubsgeld noch zu bekommen. Die Summe weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber die ging auch in ein paar Tausend. Und so aus dem Stegreif fällt mir momentan, vielleicht fällt mir gleich noch was ein, aber
Dann sind schon Unregelmäßigkeiten und, sag ich mal, es geht da wirklich um wirklich größere Summen und das sollten schon die Mitglieder der BPE wissen. Und ich denke mal, da ist überhaupt keine Transparenz getätigt worden. Die das wissen, ich sag mal, 90-95% der Mitglieder wissen bestimmt nicht, wofür da die Gelder immer geflossen sind. Und ich finde es eine Unverschämtheit. Ich habe auch zwar nicht den Raum gesehen, aber das Haus habe ich, wir waren ja in einem Flur des Hauses, das war eine Kalesche, also das war eine Kabache und ich weiß nicht, wo da der Mietpreis liegt, weiß Gott, unter 5 Euro der Quadratmeter und ich weiß nicht, wie man auf so einen Mietzins da kommt. Ja, das soll erstmal fürs Erste reichen. Ich habe vielleicht eine Ergänzung zu machen zu der Schatzmeisterin Stefanie Kizine und ihr Ehemann Gerd Kizine. Sie haben nicht nur das übliche vereinbarte Kilometergeld von 30 Cent abgerechnet, sondern auch, wie sie irgendwann mal zum Jahreswechsel zugegeben hat, 40 Cent. Und auf die Frage hin, ja, Thomas Böhm, der damalige Geschäftsführer bis Silvester, wollte mir was Gutes tun, wirklich, und hat mir 40 Cent genehmigt. Ferner sind auch Autoreparaturkosten in Höhe von 1.700 abgerechnet worden, weil Herr Gerd Kizine im Januar letzten Jahres einen Poller angefahren hat und da war Frau Kizine noch keine Schatzmeisterin. Mit Kilometergeld ist alles abgerechnet. Zusatzkosten am Auto werden nicht abgerechnet. Das ist nicht statthaft, das geht nicht. Und ich habe auch den Verdacht seit September gehabt, dass Herr Böhm auch nicht nur aus dem Grund, dass sie alleine die Übergabe machen sollte, ohne meine Person, sondern hat sie auch mit den finanziellen Vergünstigungen, 40 Cent und so weiter, auch so ein bisschen eingenommen für die Richtung und so weiter. Also ein bisschen angefüttert finanziell, um sie geneigt zu machen und so weiter. Das ist natürlich ein gewisser Vorwurf, aber man muss dazu kommen. Es ist kein Zufall, wenn solche Leute dann auch die Partei ergreifen und dann zum sogenannten Team Stürzenberger gehören und sich dann ins Spiel bringen. Ja, die haben alle was abbekommen, dieses Team, ne? Das ist so. Da kommen wir gleich nochmal zu Einzelheiten. Abschließend, erstmal vielen Dank, Uli. Abschließend nur, weil unser Geschäftsführer das vorhin rübergereicht hat, ne? Also man kann schon sagen, kannst du bestätigen, in der Qualität, wie das Übergabeprotokoll der gesamten Geschäftsstelle, ne? Das ist von Herrn Böhm gefertigt, von unserem Geschäftsführer, der weit über 2.000 Euro im Monat erhalten hat für seine Tätigkeit. Ne? Ja. Also, und seine Ehefrau auch zwar. Seine Ehefrau hat auch Geld erhalten und das ist das Übergabeprotokoll der gesamten Geschäftsstelle, nur mal so. Kann man sich. Also in der Qualität ist die. Das weiß man nicht. Da war auch mal die Rede von einer Küchenpauschale, weil man ab und zu auch am Küchentisch mal arbeiten muss. Küchentischpauschale. Ja, man hat sich Geld einverleibt, wo man nur konnte. Das Ehepaar Kizine hat das Auto aufgepimpt, da wurde ein Dachgepäckträger installiert und eine Anhängerkupplung und noch irgendwas. Und wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, eine neue Brille für Herrn Kizine und. Es ist wirklich erschreckend, was die und in welcher Art und Weise die mit Mitgliedsbeiträgen umgegangen sind. Und die Abgabenordnung, du hast es angesprochen, sagt ganz klar, ein gemeinnütziger Verein darf keine finanziellen Zuwendungen an Mitglieder leisten. Und da sind wir ganz weit von entfernt. Deswegen haben unsere rechtlichen Berater gesagt, ihr dürft nicht nur das zurückfordern. Nur mal ein Beispiel. Bei Stürzenberger haben wir Belege gefunden im Volumen, wir reden nur von 22, im Volumen von über 35.000 Euro, die nicht anerkennungsfähig sind, die einfach so als Beleg nicht anerkennungsfähig sind. Ja? Da hat der Stürzenberger noch gefragt, ja, aber was ist denn da im Einzelnen? Ich sage, der Stadtkiewicz noch gefragt bei diesen Verhandlungen, ja, aber was ist denn da alles genau? Und so, ich sage, Herr Stadtkiewicz, ich sage, wie man das macht und welche Anforderungen es an Belege gibt, da gibt es schlaue Bücher drüber. Notfalls kann man auch mal ein Seminar besuchen, ja. Ich bin nicht dazu da, da Nachhilfe zu erteilen, wie man das hätte machen müssen. Ich sage nur, so wie es gemacht wurde, ist es nicht zulässig. Und solche Belege, die dürfen wir nicht anerkennen. Das dürfen wir gar nicht. Und es darf auch er als Kassenprüfer nicht. Sonst machen wir uns wirklich mitschuldig, ja. Die haben wir zurückzuweisen.
Belege, die nicht erstattungsfähig sind, sind nicht erstattungsfähig und dürfen nicht erstattet werden. Und wenn das gemacht wurde, dann ist das unser gutes Recht, das zurückzufordern. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja? Und unsere Anwälte haben aber dann gesagt, nee, da seid ihr auf dem falschen Weg. Nicht nur die 35.000, ihr müsst alles zurückholen von dem Herrn Stürzenberger. Ich sage, wieso, warum? Da hat er doch, wie heute im Video gesagt, auch Arbeit für geleistet. Da wusste ich ja noch nicht, dass das auch gar nicht alles im Detail vereinbart war mit dem Vorstand und schon gar keine Beschlüsse dafür vorlagen. Und da sagt er, ja, aber das ist nicht zulässig in dem gemeinnützigen Verein. Ich sage, wie bitte, alles? Ja, ganz definitiv alles. Er muss alles zurückbezahlen. Zuwendungen an Vereinsmitglieder und erst recht an Funktionäre sind nicht erlaubt. Punkt. Sind nicht erlaubt. Die Abgabenordnung verbietet das. Also müssen wir alles zurückfordern, was er bekommen hat. Habe ich mir nicht ausgesucht. Ist einfach so. Und wenn wir das nicht tun würden, würden wir uns mitschuldig machen. Also wir haben da überhaupt keine Wahl. Aber wir kommen gleich noch zu Einzelheiten. Vielen Dank, Uli. Ja. Was haben wir als nächstes auf dem Programm? Ich habe da noch eine ganz kurze Anmerkung. In dem letzten Video von Michael Stürzenberger, ja, stellt er sich ja hin und sagt, ja, das sind die Vorstandsmitglieder, die keine Bezahlung kriegen, aber er, wenn er als Vorstandsmitglied, der schließlich eine besondere Arbeit leistet, deshalb wünsche ich ihm auch die besondere Entlohnung zu. Ja, er ist ja. Steht ihm auch nicht als Herrn Stürzenberger die besondere Arbeit. Ja, ihm steht vor allem Zuwendung zu. Das kann er nicht haben, wenn er keine kriegt. Ja, okay. Also ihm steht alles zu. Ja, er hat ja in dem Video so gesagt. Ja, ihm steht, also es steht keinem was zu, aber ihm steht sowieso alles zu, weil er ist der Herr Stürzenberger. Und wenn er keine Zuwendung kriegt, das hat er dreimal in dem Video betont, das kann er nicht haben. Gut. Er will geliebt werden. Von vielen wird er das ja auch. Aber von uns jetzt nicht mehr. Wollen wieder alle. Von uns jetzt nicht mehr. Wo sind wir? Welcher Punkt? Es käme Claudia Ludwig dran. Ist Claudia Ludwig online? Kann Claudia Ludwig was sagen und wir verstehen es? Ich glaube nicht, ne? Wenn der Akku noch mitmacht. Aber wir können das ja vielleicht zusammenfassen. Gut. Mit Claudia Ludwig war ja auch vorgesehen für den Rückblick der 15 Jahre, was das mit ihr gemacht hat. Nein, machen wir aber nicht mehr. Aber das kann ja vielleicht auch Jörg. Nein, machen wir nicht mehr. Jörg, Michael wird sich auch kurz fassen, weil wir wollen nicht so viel in der Vergangenheit, aber er wird vielleicht mal kundtun, dass es schon früher Probleme gab. Das reicht ja, wenn er das kurz skizziert, dass das alles nicht ganz neu ist, dass es auch schon früher Probleme gab, dass das nicht ein Zufall ist, dass die Jahre von 12 bis 16 verschwunden sind, ja. Und da haben wir noch viel Arbeit zu leisten. Wir haben uns jetzt mal 18 angeguckt, weil das ein steuerlich veranlagtes Jahr ist. Auch da haben wir ganz viel gefunden, was sicherlich nicht in Ordnung sein wird. Das muss noch geprüft werden. Und den Part von Claudia machen wir dann jetzt leider so, dass ich da nur ganz kurz zu sage, habe ich eigentlich alles schon gesagt. Der Herr Stadtgewitz hat es auf sich genommen, zu uns zu kommen. Er ist von Berlin angereist ins Münsterland. Wir haben über 3 Stunden verhandelt. Wir waren uns in allem einig. Er hat auch für Stürzenberger verhandelt. Es sollte alles friedlich beigelegt werden. Wer es dann nicht gemacht hat und nicht umsetzen wollte, war der Herr Stürzenberger. Wahrscheinlich war das zu wenig Zuwendung für ihn. Wahrscheinlich war das alles nicht lieb genug. Sorry, das war jetzt ein bisschen drüber, aber ich gebe dir jetzt nochmal das Wort für deinen Part, dass du mal vielleicht kurz skizzieren kannst, dass es da früher auch schon den einen oder anderen Hinweis gab, dass es so alles nicht komplett in Ordnung sein kann. Ja, werde ich wohl machen müssen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich würde ich gar nicht gerne darüber reden, aber ich bin zum Beispiel 6 Jahre im Bundesvorstand gewesen, habe die ganze Arbeit mit dem Marco anfangs, nachdem Conny Axelmeier, René Stadtgewitz und Willi Schwendt den Verein bewusst gegen die Wand gefahren haben, mit dem Marco wieder aufgebaut. Wir haben Flyer drucken lassen, wir hatten das enorme Glück gehabt, dass ich eine Druckerei gefunden habe, die uns die Flyer umsonst gedruckt hatte. Wir waren nachher in der Lage gewesen, den ersten Infostand in Form von einem Anhänger anzuschaffen. Wir haben unheimlich viel inhaltliche Arbeit geleistet, insbesondere der Marco mit seiner Produktion von Flyern, die inhaltliche Produktion. Wir haben auch Unterstützung außerhalb gefunden. Wir waren ein tolles Team gewesen. Dann kam dann Michael Stürzenberger hinzu. Auch das war noch eine angenehme Arbeit. Ich hatte wirklich großen Respekt vor Michael, vor seinem Mut, muss ich ganz ehrlich sagen, bei seinen Kundgebungen, sich da so rauszuhängen. Bedarf wirklich schon viel Mut. Wir hatten sehr gut zusammengearbeitet anfangs. Wir hatten auch
uns miteinander abgestimmt. Sprich, wir haben gemeinsam Plakate entworfen, wir haben gemeinsam seine Videoproduktionen im Studio abgesprochen. Wir hatten unseren Input geliefert, insbesondere Marco und ich. Er hat uns die Skripte geschickt vor der Produktion. Wir haben die durchgesehen, wir hatten Mitspracherecht anfangs. Und das hat sich nachher immer mehr verabschiedet. Michael ist immer selbstständiger geworden, immer größer geworden, hat immer mehr Raum eingenommen, immer mehr Gelder verschlungen. Und irgendwann mal gab es auch keine Skripte mehr. Irgendwann mal waren seine ganzen Reden nur noch von ihm gemünzt. Wir wurden nicht mehr gefragt, obwohl wir eigentlich eine Vereinbarung haben, dass wir vom Bundesvorstand aus, oder dass der Bundesvorstand alle Veröffentlichungen, die wir tätigen, abgesprochen werden, vom Bundesvorstand abgenickt werden, damit uns nicht irgendwann mal irgendwelche Äußerungen auf die Füße fallen. Wir wissen ja, wie das Problem ist. Und das sind alles Sachen, die haben sich verabschiedet. Und dann hat man mal gefragt, das war mein Problem gewesen, was verbrauchen wir denn so für ein Kundgebungswochenende? Was kostet uns ein Kundgebungswochenende? Eine einfache, simple Frage, wo ich immer dachte, so ein Bundesvorstandsmitglied, der darf das erfahren. Aber dann wurde dann zur Antwort gegeben, du traust dem Geschäftsführer nicht, du traust dem Stürzenberger nicht. Vielleicht ist es doch nicht der richtige Ort, wo du tätig sein solltest. Vielleicht solltest du, ja, vielleicht womöglich sogar den Bundesvorstand verlassen. Also richtige Antworten hat man eigentlich nie auf Fragen bekommen, was die Finanzierungen anbelangt. Da habe ich schon unheimlich gestört. Ich habe mich auch darüber hinaus dann nachher mit dem René Stadtgewitz überworfen. Wir hatten zum Beispiel eine Anfrage von unserem Kassenprüfer mal gehabt. Der wollte so grob wissen, was im Geschäftsjahr gelaufen ist. Daraufhin hat er eine Information bekommen, die der Thomas Böhm uns mal zur Verfügung gestellt hatte, mit Zahlen, was wir so im Jahr oder im Monat verbraucht hatten. Wo sich nachher herausstellte, die Zahlen stimmten vorne und hinten nicht. Nachdem der Finanzmensch da mal drüber geguckt hatte, mussten die Zahlen nachher hin und her geschoben werden, korrigiert werden. Die Kinder mussten einen anderen Namen teilweise bekommen. Und da ist mir damals schon aufgefallen, hier ist irgendwas ganz schwer, läuft daneben. Und da mag ich nicht mehr mitmachen. Ich mag mich nicht damit identifizieren. Wir haben, also Marco und ich insbesondere, wir haben wirklich massenweise Zeit in die Arbeit reingesteckt. Ob es jetzt Organisation von Verteilaktionen waren, ob es die Flyergestaltung war. Der Umbau vom Bus will ich gar nicht erwähnen. Ich meine, dann sagt der Michael ja selber, dass das eine gute Sache war von mir. Okay, will ich mir jetzt nicht. Hast du gemacht? Den Bus habe ich umgebaut, ja. Auch die Plakatstände. Ja, das ist ja auch die Plakatstände besser im Bus reinpassen. Das sind aber so Kleinigkeiten, die hat man gerne gemacht. Aber irgendwann mal, nachdem er dann immer mehr zu dem Michael Stürzenberger Fanclub verkommen ist, mochte ich auch nicht mehr mitmachen. Ich habe immer gesagt, wir müssen vom Bundesvorstand aufpassen, dass wir nicht zu einem Fanclub verkommen, sondern wir müssen uns auf mehrere Beine stellen. Wir müssen auch, wenn Michael vielleicht mal ausfällt, egal aus welchen Gründen, müssen wir als Verein weitermachen können mit anderen Projekten, die aber dann schon angefangen haben. Sprich, die Sache, die du unheimlich gerne mitgemacht hast, Ulrike, das war die Sache mit den Anschreiben an die Politiker zum Beispiel. Genau. Die Stadträte oder Bundestagsabgeordnete. Das war unheimlich viel Arbeit gewesen. Man muss teilweise die Namen händisch eingeben, die Adressen händisch eingeben, weil die sich nicht einfach kopieren lassen. Die muss man erstmal raussuchen. Erstmal raussuchen, erstmal finden. Und da waren so Sachen, die haben wir auch gerne gemacht. Aber irgendwann mal, wenn man merkt, in dem Verein geht alles nur noch Richtung Stürzenberger und man darf nur noch den Klakör spielen, macht es keinen Spaß mehr. Und daraufhin habe ich mich dann irgendwann mal zurückgezogen aus dem Bundesvorstand. Und dann kam irgendwann mal Günter Geuking ins Spiel. Und ich war kurz davor, aus dem Verein auszutreten. Ich bin zwar Landesvorsitzender gewesen, aber ich war, nachdem sich das alles so entwickelt hatte, so wie soll ich sagen, so Richtung ja, Fanclub, dem ich nicht angehören wollte, kam Günter ins Spiel und ich hatte noch gefragt, vor der Jahreshauptversammlung, willst du jetzt nur mit dem Namen den Vorsitzenden im Verein machen, wie das der René Stadtgewitz über viele Jahre gemacht hat? Oder willst du wirklich etwas bewegen? Da war seine Aussage, er will tatsächlich etwas bewegen und er will die BPG voranbringen. Das war für mich der Grund gewesen, auch dabei zu bleiben. Und dann kam irgendwann mal die Anfrage, ob ich den Geschäftsführer machen wollte. Und da hatte ich noch die Illusion gehabt, mir war bekannt, ich habe da schon was von den Streitigkeiten gehört. Ich hatte vorher auch schon von anderen Vereinsmitgliedern gehört, auf welcher Seite stehst du
wo ich dachte, wie, auf welcher Seite stehst du? Ich stehe auf keiner Seite, ich wusste gar nichts von diesen ganzen Konflikten im Verein. Und dann kamen mir nachher die Vereine, die ganzen Konflikte wurden mir nachher bekannt und da dachte ich noch, okay, du kennst die meisten Mitstreiter, du hast jetzt jahrelang mit den meisten gearbeitet, du kennst unheimlich viele Mitglieder, wahrscheinlich mitunter die meisten im Verein, außer Michael, der kennt mit Sicherheit mehr, oder Marco wahrscheinlich auch noch. Aber du hast mit den meisten schon zusammengearbeitet und du kannst dann irgendwie, schaffst du noch irgendwo die Kuh vom Eis zu bringen mit dem Stürzenberger. Da war auch mal der Gedanke gewesen, Stürzenberger, ja, am besten oder rein logisch gesehen wäre am besten gewesen, aufgrund seiner Beobachtung durch den Verfassungsschutz in Bayern, dass der gar nicht im Vorstand drin ist. Weil durch seine Verfassungsschutzbeobachtung werden wir im Grunde genommen alle beobachtet, wird der ganze Verein beobachtet. Und wenn Stürzenberger nicht mehr drin ist, dachte ich mir mal so, dann ist auch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz passé. Weil wir liefern denen ja keinen Grund, uns zu beobachten. Ich meine, politischen Islam kritisieren sollte in Deutschland immer noch erlaubt sein. Nur eben halt diese Verfassungsschutzbeobachtung ist ein echtes Problem für den ganzen Verein. Und das war für mich der Grund gewesen, wo ich dachte, okay, du kannst ja irgendwo vermitteln, du kannst die Kuh vom Eis kriegen. Und das war der Grund, warum ich jetzt auch diesen Geschäftsführerposten übernommen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich gewusst, dass sich das alles so entwickelt, ja, ich weiß nicht, ob ich das dann gemacht hätte. Ich nehme an, nicht. Weil die Arbeit, die Zeit, die Nerven, die dabei draufgehen, sind halt einfach, ja okay, für die Islamkritik schon wert. Aber persönlich geht mir nämlich viel verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von vielen Leuten aus dem Landesvorsitz. Das sind viele Leute, die mich genau kennen. Die wissen, dass ich keiner bin, der lange schwätzt. Ich bin eigentlich einer, der mehr im Hintergrund agiert hat und auch eigentlich immer sehr aktiv war in allem. Und ich habe auch nirgendwo mal irgendwo meine Hilfe verwehrt. Keinem. Aber dass die einem jetzt so in den Rücken fallen, ist schon ziemlich enttäuschend. Und die Art und Weise, wie der Michael jetzt im Moment vorgeht, von ihm bin ich also menschlich völlig enttäuscht. Ich hatte niemals gedacht, dass jemand so überzeugend lügen kann. Und Stürzenberger, wenn der sagt, guten Tag, muss man wirklich aus dem Fenster gucken, um zu sehen, ob es hell ist. Also der Mann lügt wie gedruckt. Das finde ich einfach nur traurig. Ja, und mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich glaube, ich habe genug gesagt zu diesem Thema. Ich habe eine Frage an den gesamten Bundesvorstand. Die Kundgebung haben sich ja, von Kundgebung zu Kundgebung wurde das emotionalisierter. Da sind auch Dinge vorgefallen, da sträuben sich die Nackenhaare. Wir haben beispielsweise ganz klar einen Mitgliederbeschluss, dass wir den Begriff politischen Islam verwenden. Gastredner wie der Erfan und der Kian interessiert das nicht die Bohnen. Die stellen sich auf BPE-Kundgebungen hin, sprechen nur vom Islam. Haben die diese Ausschnitte aus den BPE-Kundgebungen, wo deutlich zu sehen ist, dass es eine BPE-Kundgebung ist, auf der sie sowas von sich geben, auch noch als Intro in ihren Streams laufen. Dann haben wir da einen Kian, der einen mutmaßlich grauen Wolf, diesen Yusuf, auf eine BPE-Kundgebung einlädt, um dort zu sprechen, weil er mit dem ein Gespräch führt, ob der reden darf, ein Gastredner, der kein Mitglied bei der BPE ist, trifft solche Entscheidungen. Und da ist die Frage, wie seht ihr das, wie groß da der Schaden für die BPE entstanden ist, durch solche und weitere Vorgehensweisen. Ich will nur die beiden explizit nennen. Da kommt gleich noch was. Ist die Claudia jetzt da? Claudia? Ja. Ja, wenn du jetzt da bist und zu verstehen bist, könntest du vielleicht gerade mit deinem Part machen, dass du kurz, aber nicht zu lang, weil wir sind schon ganz weit fortgeschritten in der Zeit, versuchst, kurz zu berichten, wie das mit dem Stürzenberger gewesen ist, aber vorab vielleicht auch ganz kurz, weil ich habe schon einiges dazu gesagt, wie das mit dem Stadtgewitz war und welche Rolle du da gespielt hast. Vielleicht auch dein persönlicher Eindruck, den du hast von der Qualität der Arbeit in dem Vorstand, den du jetzt ja schon eine ganze Weile begleitest. Okay. Ja, erstmal schönen guten Tag in die Runde und
ich weiß jetzt nicht, inwieweit Günther Beuking auch schon erklärt hat, ich bin Gründungsmitglied bei Pax Europa, habe auch viele Kundgebungen begleitet, auch für diverse Reden gehalten und den Michael Stürzenberger kenne ich also von dem Moment an, als er dazugestoßen ist und vorher eben als Journalist so. Vom Günther Beuking haben Sie ja schon erfahren, dass ja, so ein Vermittlungsgespräch mit dem ehemaligen Bundesvorsitzenden René Stadkiewicz zustande gekommen ist. Das war am 3. März. Wir haben da sehr konstruktiv miteinander gesprochen. Da war auch ein gewisses Vertrauensverhältnis hinterher am Ende des Gespräches. Und wir sind an für sich mit einem guten Gefühl auseinandergegangen. Denn der René ist ja auch mal eben an einem Freitag von Berlin nach Billerbeck gekommen. Dann macht man ja im Grunde nicht, wenn man da kein Interesse hat, irgendwo tatsächlich einzulenken. So, dann die Woche drauf hieß es dann von Seiten Michael Stürzenbergers, ja, er hätte zwar zu mir Vertrauen, aber nicht zu dem Vorstand. Dann habe ich ihn gefragt, wie kann das denn sein? Du hast doch den Vorstand erst im Ende Dezember oder Mitte Dezember mitgewählt. Ja, das, du hast dir doch genauso gut die Stimme gegeben. Und dass ich das eben so nicht ganz nachvollziehen kann. Nein, er würde mir vertrauen, aber eben nicht so wirklich dem Vorstand. So, dann habe ich gesagt, ja, ist gut, wenn du mir vertraust. Ich bin dann mehr oder weniger hier die Vermittlung zwischen zwei, ich sage in dem Moment mal Parteien, obwohl ich da eigentlich nicht so gerne von zwei verschiedenen Parteien rede, aber in dem Moment muss das jetzt auch so sein. Da gingen also diverse Gespräche hin und her. Ich war unter anderem auch eingeladen, im Vorfeld ja bei einer Telco mitzumachen vom Bundesvorstand. Und da hatte ich halt auch schon das Gefühl, dass der Michael also auf eine wirkliche Einigung zumindest da nicht hin wollte, sondern tatsächlich sich eher gewunden hat, jedes Mal, wenn es kam, so wir bringen alle Beteiligten an einen Tisch, also vom Gefühl her eher so gegenteilige Meinung war. So, jetzt hatten wir, wie gesagt, besagtes konstruktives Gespräch, so, dann gingen diverse Telefonate hin und her, WhatsApp-Nachrichten, ich habe die auch noch alle auf meinem Handy. Ja, wir müssten ja dann vielleicht irgendwie so eine Art Vertrag festlegen, wobei dann von Seiten Günther Beukings ein Vorschlag gemacht wurde. Dann wurde von Seiten Michael Stürzenberger und seinem Anwalt ein Vorschlag gemacht. Entschuldigung. Und ja, und dann, dass man da möglicherweise noch das eine oder andere ausbessern kann. Dann hatten wir gesagt, Michael, damit du jetzt aber auch einen guten Willen zeigst und wir halt auch sicher sein können, dass du nicht weitere Videos ausstrahlst, indem du hier irgendwelche Mitglieder diffamierst, vor allen Dingen Namen nennst vor laufender Kamera, wo er doch auch immer auf den Kundgebungen sagt, jedes Mitglied wäre dann insofern anonym und das würde nicht nach außen gehen, dass man Mitglied ist bei Pax Europa und dann aber dort Namen nennt von Mitgliedern, die ja langjährig tätig waren und auch eine sehr gute Arbeit gemacht haben und die dann auf einmal durch den Dreck gezogen wurden, das fand ich schon sehr, sehr bedenklich und befremdlich. Ja, und dann hatte er am ich sag mal, um das weiter abzukürzen, hatten wir uns in der Woche ab dem 13. März immer wieder hin und her verständigt und dann hieß es, er würde am 17. März, am Freitag, nach Coesfeld kommen zur Geschäftsstelle, beziehungsweise Schöpping zur Geschäftsstelle, um dann das BPE-Mobil auch dort zu übergeben. Und weil er eben auch einen guten Willen zeigen wollte, hat er, ich glaube, jetzt 6.000 Euro im Vorfeld dann auch schon mal überwiesen. Das war angeblich ein Restbetrag von irgendeinem Vorschuss. Das können die anderen dann sicherlich besser erklären. Also der 17. März war da anversiert. So, dann rief er aber auf einmal am Freitag an, im Laufe des Vormittages, also das schafft er dann doch nicht, an diesem Freitag da zu sein. Lass uns das doch bitte Samstag machen, da ist auch weniger Verkehr. Ja, dann haben wir gesagt, okay, wir haben ja das ganze Wochenende Zeit, dann wollen wir mal gucken, wann der Herr Stürzenberger hier eintrudelt. So, dann wollte er Samstag auf mittags, gegen Mittag kommen, hatte dann aber angerufen, dass er dann doch eher abends kommt.
Dann auch darauf haben wir uns eingestellt. Am Samstagabend, jetzt müsste ich nachgucken bei mir im Handy, hat er dann erst eine WhatsApp geschrieben und dann auch nochmal angerufen, um mir dann mitzuteilen, dass das Samstagabend auch nicht klappt, weil er ja noch die Soundanlage in das BPE-Mobil einbauen muss. Daraufhin habe ich ihn gefragt, wieso musst du das einbauen, wenn du doch schon einen Tag eher eigentlich hier sein wolltest. Ja, und das war ja auch so anversiert, dann hätte da gar keine Soundanlage fehlen dürfen in dem BPE-Mobil. Ja, das hat er alles zeitlich nicht hinbekommen und jetzt wäre er eben dabei, diese Soundanlage einzubauen. Dann habe ich ihn gefragt, wieso ist die überhaupt ausgebaut, verstehe ich nicht. Ja, über den Winter hätten sie die ausgebaut. Ja, ich sage, jedes Autoradio ist auch bei 20 Grad minus im Auto. Claudia, verstehst du mich? Claudia. Also kurz und gut, das wird bitte. Du musst dich etwas kürzer fassen. Das ist echt schwierig jetzt für uns hier alle. Und weil das schon so lange geht und wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind. Ja, gut, aber ich weiß ja jetzt nicht, was ihr gesagt habt. Ja, ich hatte das. Auf jeden Fall hatten wir an dem Samstag dann zwei Termine, die auch nicht eingehalten wurden. Dann hieß es 15 Uhr am Sonntag, den 19. Und auch da rief er dann an. Nein, er schafft das überhaupt nicht und er kommt auf jeden Fall am Montag, dem 20. Und dann kam das ja so, da ich habe dann gesagt, Montag kann ich beispielsweise gar nicht. Und dann hatte er aber Montag relativ früh gesagt, er musste wieder umkehren, weil er Herzprobleme hatte. Und da habe ich mir dann von, ich sag mal, ein Foto geschickt aus dem Bereich Nürnberg von der Autobahn. Aber das war ein Foto, das kann ja jederzeit machen, aufgenommen worden sein, zumal das da noch sehr dunkel war, obwohl es um die Uhrzeit normalerweise schon heller ist. Und um 7 Uhr hat auch noch, oder kurz vor 7 hat auch noch keine Arztpraxis auf. Insofern bezweifle ich auch, dass er dort seinen Hausarzt angerufen hat oder ihn dann um die Zeit aufgesucht hat. Ja, und dann hatte er gesagt, nein, er will auf jeden Fall die Einigung. Und ich habe gesagt, pass auf, Michael, nach diesem Ping-Pong-Spiel bin ich jetzt raus. Ich mache das nicht mehr mit. Ich hatte auch einen sehr hohen Einsatz gebracht und habe gesagt, falls der Vorstand, also die anderen Vorstandsmitglieder, dich wirklich veräppeln sollten, dann bin ich aus der Nummer raus, auch als Gründungsmitglied, dann kündige ich sofort oder die können mir kündigen oder wie auch immer und umgekehrt genauso, nur um ihm klar zu machen und auch dem anderen Vorstand klar zu machen, wie ernst mir die Sache war, denn man wirft ja nicht einfach sowas in den Raum, ich gebe meine Mitgliedschaft auf, obwohl ich eben Frau der ersten Stunde bin und auch mit dem Herzen dabei und stehe auch hinter der Sache. So. Jetzt noch irgendwelche Fragen? Nein, danke. Das war sehr ausführlich und nachzutragen ist noch, dass er dann, weil du raus warst am Montag und keine Zeit mehr hattest, bei mir wollte er dann noch am Dienstag kommen und zuletzt wollte er dann auch noch am Mittwoch kommen. Aber das war es dann auch. Also das waren 6, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, ja 6. Das waren 6 Tage, an denen der Herr Stürzenberger uns hätte erscheinen sollen. Okay. Ja, vielen Dank. An einem Tag zumindest an zu zwei verschiedenen Uhrzeiten. Auch ja, das ach so, also ja, dann waren es also 7 Termine, ja. Eine Frage noch an dich und dann denke ich, machen wir zügig weiter. Die Frage geht an den gesamten Vorstand. Wie viele Austritte gibt es aktuell? Erste Frage, zweiter Teil. Ich selber bin Mitglied in der AfD und sollte die BPE in Nordrhein-Westfalen auch unter Verfassungsschutz Beobachtung stehen und das bei der AfD ein Ausschlussgrund sein, Mitgliedschaft in beiden Vereinen, kriege ich einen Gewissenskonflikt. Ne? Ja, das wissen wir, das gibt es in Bayern auch, ja. Und das sage ich hier nochmal ganz deutlich, ne? Wir wissen auch, dass der Herr Stürzenberger in Räumen der AfD in Bayern seine Videos produziert und wir die bezahlen. Das ist auch nicht in Ordnung, weil die AfD hat einen ganz klaren Beschluss in Bayern, dass sie nichts mit Herrn Stürzenberger und der BPE zu tun haben darf. Wieso das geduldet wird, weiß ich nicht. Und er, denke ich, produziert alle Videos, auch das, was er heute gemacht hat. Das weiß ich aber nicht sicher, aber ich befürchte, die produziert er, weil wir in den Unterlagen ja die ganzen
ganzen Rechnungen für die Videos haben, die wird ja auch auf unsere Kosten produzieren. Ja? Weil er sagt ja heute in dem Video auch, wir haben den Verein in der Hand. Stefanie Kezina und ich haben den Verein in der Hand. Ja, sie verfügen über die Homepage, sie verfügen über die finanziellen Mittel und rücken sie nicht raus, sie verfügen über die E-Mail-Accounts und sie lassen, er spricht immer vom Restvorstand, ja, also zwei behaupten, sie haben alles in der Hand, sie machen alles. Und der Restvorstand ist die deutliche Mehrheit im Vorstand. Punkt um. Selbst wenn die noch im Vorstand wären, hätten sie immer das Nachsehen, weil wir sind in der Mehrheit. Und wir haben alle Beschlüsse, alle. Und das sagt auch was. Claudia ist ja jetzt seit einer ganzen Zeit schon dabei. Alle Beschlüsse mit unseren beiden Gästen, alle immer einstimmig mit ausdrücklicher Zustimmung unserer Gäste gefasst. Ja? Also da wären sie jedes Mal mit ihren zwei Stimmen unterlegen gewesen. So viel zum Demokratieverständnis des Herrn Stützenbergs. Gut, vielen Dank, Claudia. Das war gerade die Stelle, wo es mich wirklich auch ein bisschen gepackt hat, weil das hat mich auch gepackt. Und zwar Folgendes. Wir haben, das war dein Part, den sparen wir jetzt einfach, was dazu sagen wollen, dass viele im Vorstand schon bevor ich kam, versucht hatten, ein Sicherheitskonzept für die Kundgebung zu erarbeiten. Und das hat der Stürzenberger immer vehement abgeblockt. Ja, das ist alles nicht nötig. Das kann alles so sein, wie er das will. Und nur so, wie er das will. Ich habe mich in Sachen Gladbeck aus dem Fenster gelehnt und habe bei Gladbeck 2 dafür gesorgt, mit dem Anwalt, der uns jetzt auch vertritt, dass wir die Kundgebung dort machen dürfen, an dem Platz, wo wir sie auch geplant hatten. Das waren der Anwalt, der uns jetzt vertritt, der Herr Sogrobow und ich. Und wir haben das durchgesetzt und haben der BPE dazu verholfen, dass die das an dem Platz machen dürfen. Dann hat es ja dieses Einfährchen da gegeben. Und wir haben also gerichtlich durchgesetzt, dass wir dort die Kundgebung machen dürfen. Und wir haben dann, und das nennt sich Fortsetzungsfeststellungsklage, eine Klage eingereicht, weil wir gesagt haben, das werden wir für die Zukunft verhindern, dass man uns so einsperrt. Und dann hat es lange gedauert. Und dann haben wir eine Antwort von den Polizeibehörden bekommen. Und die Antwort hat mich tief bewegt, die bewegt mich noch heute. Weil, und ich glaube, die wird dazu führen, das haben wir erstmal nur so vorab besprochen, die wird dazu führen, dass wir diese Klage zurücknehmen werden. Und zwar deswegen, weil die haben in einer akribischen Arbeit auf so vielen Seiten nachgewiesen, warum sie das gemacht haben. Das haben sie gemacht, um uns zu schützen. Und ich habe das gelesen und ich war schier erschrocken, wie gefährlich das ist, was wir da gemacht haben. Das ist ein Wunder, dass da noch niemand, und das sage ich jetzt bewusst, dass da noch niemand ums Leben gekommen ist. Die haben bei unseren Kundgebungen, die haben gesammelte Werke vorgetragen, ja? Aus dem ganzen letzten Jahr, nicht nur die Gladbecker Kundgebungen, die haben alles verwertet. Die haben aufgezeigt, wie viel Waffen sichergestellt wurden, ja? Wie viele Stichwaffen sichergestellt wurden, wie viele Verhaftungen es gegeben hat, ja, das haben die gemacht, um unser Leib und Leben zu schützen. Und wer das gefährdet hat, ist Michael Stürzenberger durch die Art, wie er das da gemacht hat. Und das ist mir heute klar. Und ich habe da ja nicht rechtzeitig die Bremse angezogen und habe da nicht rechtzeitig eingewirkt und habe mich auch blenden lassen davon, was er macht und wie er es macht. Und er ist ein Meister seines Faches. Ich habe immer gesagt, er ist der Meister der Manipulation. Ja? Er ist auch der Meister, da hast du recht, gebe ich dir recht, der Meister der Lüge für mich mittlerweile. Ja? Er macht das so unvorstellbar geschickt. Aber was er dort wirklich macht, ist, er provoziert. Er provoziert die Muslime bis aufs Blut. Er bringt sie zum Kochen. Und dann freut er sich darüber, wenn die Quote hochgeht und er 130 Zuschauer in seinen Livestreams bekommt. Und das ist verachtenswert. Das ist schlimm. Da wird für Quote, Klicks und Geld werden da Menschenleben gefährdet. Ja? Und das, ja, das ist mir so klar geworden. Und die anderen Vorstandsmitglieder wissen das. Ich habe diesen Schriftsatz, habe das mitgeteilt, dass das vorliegt. Ja? Und das ist so erschreckend. Und das hat so reingehauen bei mir. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, woran hast du dich da bloß beteiligt? Da können wir nur froh sein, dass das in der Form beendet wurde, bevor es da Tote gibt. Und wir wollen in Zukunft, und das ist mein Schlusswort, wir wollen in Zukunft nicht mehr in dieser Art und Weise unsere
islamische Mitbevölkerung hier provozieren und herausfordern. Das wollen wir nicht. Wir wissen, dass die aufgrund ihrer Erziehung, ihrer Sozialisation, da habe ich eingangs was zu gesagt, ein schwieriges Verhältnis zur Gewalt haben. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Das wissen wir, ja. Und dann können wir da auch verantwortlicher mit umgehen, dass die für uns überhaupt jetzt zugänglich sind, dass die uns hören, dass die kommen. Da müssen wir sie nicht bis aufs Blut provozieren. Das haben wir nicht nötig. Im Gegenteil, wir sollten versuchen, gerade mit den jungen Muslimen, die jetzt hier sind, in einer anderen Gesellschaft leben, ins Gespräch zu kommen über dieses Thema. Das können wir schaffen. Aber so, wie das Herr Stürzenberger gemacht hat, in 22 gerade ganz extrem, und auch Kian und auch Irfan, so, liebe Leute, so bitte nicht. Wir sind nicht dazu da, Menschen gegen uns aufzubringen. Wir sind nicht dazu da, Streit und Hass und Zwietracht zu fördern. Und wir sind nicht dazu da, Sensationen zu produzieren, um Klicks, Quote und Geld zu machen. Das wird mit mir in der BPE nicht stattfinden. Und wenn die BPE sich davon nicht befreit, konsequent befreit, dann werde ich auch in der Mitgliederversammlung ganz offen meinen Rücktritt anbieten. Und zum Schluss, was du gesagt hast, klar macht uns das allen keinen Spaß. Klar hätte ich, wenn ich das gewusst hätte, das nicht gemacht. Natürlich nicht, genauso wie du. Ja, hätte mir das einer nur annähernd geschildert, was da auf mich zukommt, hätte ich gesagt, um Himmels Willen, da gibt es Wichtigeres. Da gibt es Wichtigeres. Ja. Und jetzt zwingen sie mich seit Monaten, diesen Blödsinn mitzumachen, ja, und nur, weil sie ihre Einnahmequelle, weil sie ihre Möglichkeiten, weil sie ihre Bereicherungsmöglichkeiten und weil der Herr Stürzenberger seine Macht in der BPE nicht aufgeben will, ja, und weil er ein solches Ego hat, wie ich es eingangs beschrieben habe, ja, weil er Zuwendung braucht. Und wir sind nicht dafür da, dem Herrn Stürzenberger zu ermöglichen, noch mehr Geld zu vereinnahmen, noch mehr Klicks zu erzielen und noch mehr Zuwendung zu bekommen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind dazu da, über den Islam aufzuklären. Und ich sage, das werden wir tun. Vielleicht ganz kurz, das ist mir sehr wichtig, auch ins Politische hinein, zum Stichwort Zuwendung. Herr Yunus wurde von Kian Kermanschai in die Kundgebung in Köln eingeschleust. Er durfte eine Rede, durfte original Stürzenberger O-Töne wiedergeben, wo uns, sogar Irfan und ich, waren uns klar, dass dieser Mann eingeschleust wurde. Er ist ein Anhänger der Grauen Wölfe. Er ist ein Anhänger der Politik von Erdogan. Er ist Mitglied des Parteiteam Totenhöfer, dieser Yunus. Zwar jung, aber sehr eloquent. Und ich habe da mit Stürzenberger versucht, das zu klären, ihm die richtigen Fragen zu stellen. Hat der Stürzenberger gesagt, ja, er hat mich total eins zu eins wiedergegeben, das ist die Zuwendung, die er dann braucht. Ja, das gefiel ihm. Aber mach Schluss jetzt. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn du so naiv bist, ihm die Stange zu halten, dem Herrn Yunus, dann bist du ein, für die ganze Islamkritik in Deutschland ein Sicherheitsrisiko. Weil dieser Yunus wurde schon eingeschleust in jungen BPE-Kreisen, Chatgruppen. Und die muss man da schützen, die jungen Leute, die da diskutieren. So, und das geht, damit ist also der Ofen aus. Jedenfalls, das war jetzt mein, wie gesagt, aber inhaltliches Schlusswort. Ich halte für Herrn Stürzenberger für ein Sicherheitsrisiko, für die ganze Debatte, die notwendig ist. Und damit möchte ich auch schließen. Danke fürs Kommen. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Anlass. Radio Deutschland 1 ist das Talkradio für Deutschland und sendet jeden Freitag live um 21 Uhr. Jeder kann anrufen und frei seine Meinung äußern. Auf unserer Internetseite www.radiodeutschland1.com kannst du unsere Sendungen live oder als Aufzeichnung hören. Radio Deutschland 1. Deine Meinung zählt.